Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen mit Kali und Max. Hallo. Hallo. Heute Ausgabe Nummer 169. Wir reisen wieder durch Raum und Zeit und gucken uns wieder einen alten Film an. Eigentlich hatten wir in der letzten Folge gesagt, wir würden die Erben besprechen. Die Erben besprechen, haben aber festgestellt, ach Moment, da kommt im Juni, behaupte ich jetzt, ich bin schon nicht mehr sicher, der Film in Deutschland auf Blu-ray raus, die wir uns dann wahrscheinlich zulegen werden und anhand dieser dann den Film besprechen werden. Und dementsprechend, sage ich jetzt einfach nochmal, dementsprechend, wird es wahrscheinlich in der übernächsten Folge dann wahrscheinlich die Erben zu hören geben. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, ja. Stattdessen haben wir heute einen anderen Film und den hast du quasi so ins Spiel gebracht. Naja, es ist eher tatsächlich spontan entstanden. Also ich wollte den Film gucken. Also wir sprechen heute über White Badge. So, dass ihr erstmal schon mal wisst, worum es geht. Wow, das ist ein südkoreanischer Film, heißt im Original Ha Yong Yong Yang. Was so viel bedeutet wie Weißer Krieg. Und ich bin durch Recherchen drauf gestoßen, weil ich gerne wissen wollte, wie sozusagen in der Populärkultur der Vietnamkrieg in Südkorea verarbeitet wird. Und ist dieser Film als allererstes aufgeploppt. Und der hat anscheinend auch einen sehr großen Stellenwert in Südkorea. Und dann habe ich einfach spontan beschlossen, den jetzt anzugucken. Und Max hat mir Gesellschaft geleistet. Und so kommt der jetzt auch in die Wiederaufführung. Das ist eigentlich der Weg dahin. Ja. Und hattest du, bevor du dich jetzt irgendwie, also bist du jetzt irgendwie auf dieses Thema gestoßen? Oder man beschäftigt sich ja viel mit Korea und so und willst ja vielleicht auch demnächst da einen Besuch abstatten. Hattest du von dem Film vorher schon gehört oder bist du quasi einfach drüber gestolpert letztlich? Ich bin drüber gestolpert. Also dass ich mich mit asiatischen Filmen selbst auseinandersetze, das ist ja eine recht junge Entwicklung bei mir. Da bin ich ja noch nicht so lange dabei. Da bin ich bei Serien ja deutlich länger schon am Start. Und gerade bei Klassikern, da versuche ich rückwirkend, also komme ich jetzt automatisch so rückwirkend hin, weil ich gucke halt recht viele asiatische Filme mit neuerdings, weil ich nicht so die Zeit habe für Serien. Da bewege ich mich auch allgemein immer so eine Zeit rückwärts und da bin ich dann auch im Jahr 92 jetzt mal angekommen. Ja. Also mir sagte der auch komplett gar nichts, von dem nie gehört, nicht gekannt oder so. Mir kommt auch dazu, dass ich, hätte mich jetzt jemand gefragt, wer da im Vietnamkrieg alles so am Start war an Truppen, hätte ich auch nicht gewusst, dass die Südkoreaner das waren und hatte jetzt auch kurz in dem einen Artikel, den du mir gezeigt hast, noch gelesen, dass da eben stand, Südkorea quasi das zweitgrößte Heer, so habe ich das verstanden, nach den Amerikanern gestellt hat, letztlich auf der Seite. Ja, das ist auch ein sehr bedeutender Faktor tatsächlich. Also das war so, ja, völlig mir unbekannt. Ich kenne halt nur, also kenne den Krieg sowieso nur aus Filmen und ich glaube nicht mal aus Dokumentationen, über die gerade kurz. Wüsste nicht. Also ich kenne eigentlich nur so das, in Anführungszeichen, die großen Hollywood-Dinger, Apocalypse Now, Platoon und The Deer Hunter. Ich kenne noch Classic. Das ist aber ein koreanischer. Ja, ich überlege gerade. Also wahrscheinlich gibt es noch mal 3, 4 Filme mehr, wo es natürlich immer mal um Vietnamkrieg so am Rande geht. Ich überlege gerade, ob zum Beispiel bei Forrest Gump auch, war der auch ja, in Vietnam? Ja, das ist auch Vietnam. Das ist ja auch Vietnam und so. Genau, also das ist ja so der ich habe schon vergessen, wann war Vietnamkrieg? 65 bis 75. Das war ja dann auch so das, was dann die Filmemacher eben so ab, oder die US-Filmemacher so Ende der 70er direkt eben schon, ja, ne, Apocalypse Now 79, Deer Hunter ist, weiß gar nicht mehr, Deer Hunter ist ja 76 schon, 78, ich glaube 78. Ich glaube auch 78, aber da würde ich jetzt auch nicht mein Leben drauf setzen. Ich überlege auch gerade hart, ob wir dazu eine Folge aufgenommen hatten. Ja, ich glaube schon, der lief auf jeden Fall damals in der Schatzkiste. Ja, da weiß ich noch, bei der letzten Szene ist ein älteres Pärchen rausgegangen und fragte mich, wie lang geht der Film denn noch? Ich so, ja, jetzt in 10 Sekunden kommt der Abspann. Verstehe ich gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin... seit meiner Jugend ist jetzt vielleicht zwei gestreckt, aber seitdem ich Kriegsfilme mal angesichtet habe, war eigentlich Deer Hunter lange Zeit meine absolute Nummer 1 gewesen. Das wurde dann erst durch Platoon abgelöst. Ja, genau. Also ich wusste auf jeden Fall eben nicht sozusagen von der anderen Seite, sage ich jetzt mal, war für mich eben auch so eigentlich immer nur dieses, ja, Amerika ist halt dahin und hat da rumgeballert und so richtig gewonnen haben sie nicht, weil sie halt mit, obwohl sie sozusagen eigentlich überlegen waren, aber sich mit dem Gebiet nicht so auskannten und eben viele traumatisiert und
naja, und so weiter und so fort. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall eine völlig neue Perspektive. Und ja, ich habe mir den Wikipedia-Artikel von dem Autor noch durchgelesen. Hast du das eigentlich schon jetzt gesagt, woher der Film kommt sozusagen? Aus Südkorea? Ja, nee, also ich meine jetzt die Vorlage des Films. Achso, nö, erzähl doch, du bist doch gerade dabei. Also es gibt einen südkoreanischen Menschen, der heißt Ahn Jung-jo oder Jung-jo Ahn. Der hat unter anderem 83 als in der Zeitung immer so eben in einzelnen Abschnitten veröffentlicht, etwas, das sich nannte anscheinend Krieg und Stadt, frei übersetzt, und das ist dann 1989 ein Buch geworden mit dem Titel White Badge, A Novel of Korea. Und Jung-jo Ahn ist selber auch Übersetzer. Er hat anscheinend, so die Wikipedia, eben John Irving größtenteils oder einige Werke ins Koreanische übersetzt und kann eben auch selber gut Englisch. Deswegen hat er sein Buch auch selbst ins Englische übersetzt, den White Badge, der sich eben, ja, dazu kommen wir dann, worum es da geht, hat er da eben verfasst. Er war Kriegsreporter in Vietnam, er war nicht selber Soldat. Ja, das erklärt auch die eine Anspielung im Film. Ja. Ja, ich finde es auch interessant, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer so viel rumgefragt sozusagen und ich habe noch keine Menschenseele kennengelernt, die nicht, abgesehen von den Leuten, die aus Korea selber stammen und China, die wussten, dass die Südkoreaner mit dem Vietnamkrieg waren. Also, weil du das ja auch gerade gesagt hattest, ich glaube, das ist halt auch gerade vielen bei uns im Westen gar nicht so präsent. Und ich finde das total stark. Also ich habe jetzt auch bewusst nach einem Film gesucht mit Vietnamkrieg, weil ich ja relativ viel aus dem Zweiten Weltkrieg gesehen habe aus Korea und aus gerade Koreakrieg ja sehr, sehr starkes Thema immer wieder ist. Und also ich fand das, deswegen war ich total glücklich, als ich auf diesen Film gestoßen bin tatsächlich, weil ich das interessant finde. Gerade weil es halt so ist, also man sagt ja immer, in Amerika sozusagen ist Korea der vergessene Krieg. Und in Südkorea ist es halt Vietnam. Das ist der vergessene Krieg. Und da fällt eben auch die wenigste Vergangenheitsauseinandersetzung sozusagen ein bisschen aus, kann man so sagen, ja. Und der Witz an der Sache ist halt, das war halt von der Grundlage her so, dass das war sozusagen ja die Militärdiktatur in der Zeit von unter Park Chung-hee. Und der hat halt dann halt Truppen hingesandt. Und was halt den Vorteil hatte, weil gerade weil es ein Militärjoko war, dass halt einfach viel zu viele Soldaten im Lande waren, aber ich wusste, wo er nämlich hin. Und gleichzeitig brauchten die Amerikaner ja Unterstützung, sozusagen als Partner. Und die Koreaner hatten halt Angst gehabt, dass sozusagen die Wirtschaftshilfen, die Unterstützung wegfällt, weil das Land ja nach dem Koreakrieg da brach lag. Und deswegen hat dann er zugestimmt, die Truppen überzusetzen. Und hat aber dafür einen unglaublich großen finanziellen Rückhalt dadurch bekommen von Amerika, dass halt dieses Wirtschaftswunder Südkorea, wie wir es heute kennen, überhaupt erst möglich worden ist. Mhm. Das ist halt sehr, 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 sehr spannend. Und es gibt halt gewisse Einheiten, die halt sehr bekannt sind, wie die Doves, also die Tauben, die haben zum Beispiel sehr, sehr viele Wirtschaftshilfe da geleistet, haben halt auch viele Brücken aufgebaut, Krankenhäuser und alles. Und dann gibt es den gegenüber noch die... Sag mal kurz, die Doves, also die haben... In Vietnam? Also sind Vietnam, erstmal, ja. Es sind amerikanische oder sind das koreanische Truppen? Koreanische. Truppe? Koreaner, die in Vietnam waren. Okay. Genau, und dann gibt es halt noch die andere Truppe, dann gibt es halt noch die, ich weiß nicht, hoffentlich ist das verwechsel, aber es gab noch die Tiger und die Drachen, meine ich. Und die sind bis heute sehr verrufen, weil die haben die größten Massaker in Massaen angerichtet und ganz viele Vietnamesen vergewaltigt und sehr, sehr viele Kriegsverbrechen begangen, die bis heute nicht aufgearbeitet worden sind, wo auch die offizielle Entschuldigung tatsächlich aussteht. Also die Präsidenten, haben sich mehrere Präsidenten jetzt schon mit Bedauern sozusagen geäußert, aber nicht tatsächlich entschuldigt. Mhm. Das ist halt, also deswegen ist halt Vietnam ist halt ein ganz großes Thema, in der sich gerade weil bei der politischen Beziehung zwischen Korea und Japan, die ist ja sehr, sehr empfindlich und sehr, sehr zerbrechlich und sehr schlecht. Und ein großer Anteil liegt ja auch natürlich an diesen Kriegsverbrechen, die Japaner während der Kolonialzeit begangen haben, sozusagen zur Ursache. Und gerade auch, weil diese Trostfrauenkiste, also mit den Harmonies, sehr, sehr stark aufgepusht worden ist und auch sehr, sehr stark an die nationale koreanische Identität reinzielt, ist es tatsächlich so, dass die Kriegsverbrechen an den vietnamesischen Frauen, die dann halt auch dadurch zu Trostfrauen durch Koreaner gemacht worden sind und die ausstehende Entschuldigung offiziell auf offizielle Seite
natürlich von den Japanern komplett instrumentalisiert wird und auch da ganz viel hinter den Kulissen auch in der heutigen Zeit noch abläuft. Gerade was sozusagen verschiedene Finanzierungen und Vereine angeht, die sozusagen versuchen, sich bei der südkoreanischen Regierung Gehör zu verschaffen, ist das schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Deswegen wollte ich mich damit wirklich auseinandersetzen. Dass mal der Grundrahmen gegeben ist, weil wie gesagt, wenn man sich damit gar nicht auskennt, ist es natürlich auch schwierig, den Film dann zu verstehen. Ja, also für mich ist ja eigentlich auch so Korea irgendwie so, dass so innovativ auf dem Gebiet der Technik und halt diese Metropolen, vor allen Dingen Seoul, ja, und eben ja auch durch dich eben jetzt immer mehr so kriege ich von der Geschichte mit und merke so, ah ja, okay, die haben auch ganz schön viel zu knabbeln gehabt und so und eine sehr wechselhafte Geschichte und auf jeden Fall unter der glänzenden Oberfläche sind auch sehr viele ungelöste Konflikte oder eben Wunden, die, wo manche anscheinend hoffen, dass das einfach mit der Zeit heilt oder dass das in Vergessenheit gerät oder sonst wie. Und White Badge ist auf jeden Fall auch ein Film, der keine leichte Kost ist. Normalerweise würden wir hier in der Wiederaufführung machen wir kurzes Vorgespräch, dann drücken wir Pause, gucken den Film und dann sprechen wir drüber. Den haben wir jetzt tatsächlich gestern Abend schon geguckt. Das war ja eine halb spontane Entscheidung, den zu besprechen. Ja. Wollen wir erstmal sagen, worum es eigentlich da geht? Das ist eine gute Idee. Soll ich das machen? Sehr gern. Okay, also der Film spielt 1979 in Südkorea. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es sozusagen in Richtung Seoul auch sozusagen spielen soll, was halt nicht gesagt wird. Es ist halt die Zeit, genau nachdem Präsident Park Chung-hee durch einen gescheiterten Putsch erschossen worden ist, dass sozusagen das Land ohne Führung da steht und die nächste Militärregierung unter der Shodoban halt putscht. Deswegen haben wir da eine große Instabilität, eine große Unsicherheit und ganz viele im Hintergrund ablaufende Studentenrevolten. Und im Vordergrund haben wir halt einen ehemaligen Soldaten, einen Vietnam-Veteran. Das wäre denn der Han Gi-ju, der wird halt von An Sung-ki gespielt. Dürfte der eine oder andere vielleicht durch Divine Fury kennen jetzt in jüngster Zeit oder Along with the Gods. Oder May 18 hat auch noch mitgespielt, wenn ich darüber nachdenke. Naja, also so ein derart, also recht bekanntes Gesicht tatsächlich in Korea auch und in koreanischen Produktionen. Also glaube ich schon, dass der eine oder andere schon mal drauf gestoßen ist. Denn. Und dieser Mann kann halt den Krieg auch nicht vergessen und verarbeitet das sozusagen dann halt, indem er dann halt darüber schreibt und Bücher veröffentlicht. Und das ist dann das, was da, wo er auch dieses Semi-Biografische reinspielt, was du ja vorhin noch erwähnt hattest. Nee, ich wollte sagen, also er kriegt offiziell eben, also ne, er ist Vietnam-Veteran und Journalist, also arbeitet für die Zeitung und sein Chef sagt zu ihm, er soll mal einen Artikel schreiben über den Vietnamkrieg, also eine Reihe. Und das ist eben die Vermengung von Fakt und Fiktion, eben diese Artikelreihe wird dann eben, oder ist das, was in der Realität dann tatsächlich das Buch White Badge geworden ist, so habe ich das zumindest aufgefasst, und gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass er im Film sagt, hier, vielleicht soll ich daraus ein Buch machen, ne? Ich schreibe keinen Artikel mehr und mache eben ins Buch. Genau, ja. Ja, und letztendlich ist es aber auch so, dass dann halt sein Verleger dann halt auch mal sehr drängelt, dass er auch ein bisschen mehr Action so reinbringt und ein bisschen mehr Drama, als jetzt sozusagen diese seelische Verarbeitung oder diesen seelischen Schmerz, den er gerne mal so mit reinträgt. Und im Film kommt es dann halt dazu, dass ein ehemaliger Kamerad sich meldet, der unter ihm sozusagen war. Das ist dann der Byung-Hin-Soo, gespielt von Lee Jung-Kyung, auch ein recht bekanntes Gesicht in Korea. Und mit dem, durch ihn wird er halt auch mal extrem zusätzlich an seine Zeit in Vietnam ein Jahr da verbracht, erinnert und wir spielen sozusagen die Höhepunkte und die Tiefpunkte so dann mit ihm durch in so einen Rückblicken. Das würde ich jetzt mal so wie es lassen wollen. Ja, genau. Regisseur habe ich mir noch aufgeschrieben, Ji Jong-yong. Chung Ji-yong. Chung Ji-yong. Genau, und ich hatte jetzt gerade noch, du hast mir auch nochmal einen Artikel gezeigt hier. Anscheinend lief der Film letztes Jahr oder vorletztes Jahr, bin ich selber schon manchmal sicher. April 18 oder 19, habe ich es durcheinander gebracht, lief der in England und wenn ich das richtig gesehen habe, in Cambridge, in so einer Reihe eben koreanische Film und Dings oder so, mit dem Q&A mit dem Hauptdarsteller. Das ist natürlich ziemlich cool. Den hätte ich auch gern gesehen. Und
Weil dass man sowas meist hinterher erfährt. Naja. Und 2010 hatten die anscheinend auch schon mal organisiert eine Vorführung dann in Anwesenheit des Autors, also des von An Jung-Yo. Mhm. Also einfach, um vielleicht mal so ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie dieser Film noch existiert oder so. Oder manchmal hat man es ja sich hier, wir haben auch mal bekanntere Filme, die natürlich quasi hoch und runter laufen und überall verfügbar sind. Aber wie die eben vielleicht dann eben auch in gewissen akademischen Kreisen ist das ja vielleicht dann in dem Fall, auch wenn es vielleicht öffentlich ist, eben auch so vorgeführt werden. Und den Film gibt es in Deutschland auf DVD, die scheint nicht so berauschend zu sein, was ich so gelesen habe. Wir haben den Film geguckt im Original mit englischen Untertiteln auf dem Korean Classic Film YouTube-Kanal. Da hat das Korean Film Archive einen ganzen Batzen an Filmen hochgeladen, die man dort eben kostenfrei gucken kann. Wir hatten ja auch schon, wie ist das, Under the Cemetery Moon? Ja, ja. Also wir haben auf jeden Fall auch einen Film vor ein paar Folgen schon mal besprochen, aus dieser, der dort verfügbar ist. Und jetzt eben White Badge ein weiterer. Der Link zu dem Film, wenn ihr den gucken möchtet, findet ihr in der Folgenbeschreibung auf jeden Fall. Public Cemetery. Public Cemetery, andere Dings da Moon oder so. Genau, also der Film ist sehr leicht guckbar, wenn ihr kein Problem habt mit englischen Untertiteln. Und sonst gibt es diese deutsche DVD, wie gesagt, die nicht so berauschend ist. Für 4 oder 5 Euro kriegt man die, glaube ich, wenn man möchte. Amazon sogar für 3. Und es sei auch gesagt, dass diese hochgeladene Version bei YouTube ist nicht restauriert. Hat mich dann ein bisschen geärgert manchmal, weil man dann auch, es kommen dann 2, 3 Nachtszenen, wo es darum geht, ja, da ist jemand oder ist da nur jemand oder nicht, und man sieht halt nichts. Einfach weil das Bild so schlecht ist. Und also wenn man den mal restaurieren würde, würde das ehrlich, glaube ich, auch nochmal ordentlich gewinnen. Ja, das so als Drumherum und Vorgetüdel. Wollen wir einsteigen? Ja, können wir gerne machen. Ich meine, das war jetzt eine recht spontane Kiste. Was hattest du, was hast du denn gedacht, als ich gefragt habe, ob du mit mir gucken möchtest? Ich weiß gar nicht mehr, was du mir genau gesagt hast, aber ich glaube, als du irgendwie so mit Krieg oder so eventuell erwähnt hast. Und ich hätte dir das Poster gezeigt. Oder so, dann habe ich gedacht, ja, kenne ich mich nicht aus, schauen wir mal rein. So habe ich, glaube ich, gedacht. Mhm. Das war so meins und ja, relativ erwartungsfrei da irgendwie rangegangen. Mhm. Ja, ich hatte relativ, also ich habe relativ, ne, das ist ja mal relativ, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich habe schon einige Kriegsfilme, wie gesagt, aus Korea gesehen, die waren aber halt alle jüngeren Datums tatsächlich und über den Vietnamkrieg noch gar nichts und nee, wirklich nicht. Ich musste jetzt mal gerade überlegen, dass ich jetzt nicht lüge oder so, aber nee. Ich habe jetzt sozusagen, weil es auch eine ältere Produktion war und der Stil halt damals auch ein bisschen anders war, habe ich halt was sehr Ruhiges erwartet und vielleicht auch ein bisschen sozialkritisches, aber ich konnte mir zumindest nicht vorstellen, dass der Film zu sozialkritisch ins Gericht geht. Das war mir dann doch, da habe ich dann gedacht, naja, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht werden in diese Richtung, aber ich war auf jeden Fall gespannt, ob das diese Aufarbeitung selbst ist und hatte ein bisschen mich darauf fokussiert im Vornherein, wie werden wohl Kriegsveteranen, also gerade aus dem Vietnamkrieg, wahrgenommen, weil der Krieg ist ja eigentlich für die normale Zivilgesellschaft gar nicht führbar gewesen, der war ja nicht da, der war ja weit weg und hat ja mit denen wenig zu tun gehabt, das war ja eher so ein Dienst für die Amerikaner, weil die das eingefordert hatten. Das war so das, wo ich dachte, so, oh, mal gucken, wie das wird. Ja. Ja, wir können ja auch direkt vorne bei dem Film einsteigen. Wir beginnen mit, also erstmal das Schwarzbild und ein paar Namen werden, glaube ich, eingeblendet. Also, ich glaube, direkt auch der Titel wird eingeblendet und dann meine ich auch direkt schon der Hauptdarsteller, ohne irgendwas anderes vorher. Und wir haben auf der Tonspur, hören wir die Geräusche von Helikoptern, die durch die Luft fliegen. Und dann kommt so ein. Ja, harter Schnitt und unser Hauptdarsteller scheint aufzuwachen, ist so am Schreibtisch eingeschlafen und guckt sich so ein bisschen schnell um und ich bin mir tatsächlich schon wieder unsicher, ob nicht doch sogar ein paar Bilder von fliegenden Helikoptern nicht die ersten Bilder sind oder ob das so halb ineinander übergeht. Wie hast du das in Erinnerung, diese Öffnung? Na, ich hab tatsächlich gedacht, dass er gedankenversunken ist, total, so ganz tief. Und dass sozusagen seine Erinnerungen so ein bisschen reinfliegen ins Bild mit den Helikoptern. Ja. Nee, aber wie hast du sie in Erinnerung, wie die Ablauffolge ist? Kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen. Das war am Anfang noch ein bisschen zu unruhig beim Gucken. Naja, okay. Genau, aber es wird schon ziemlich
Also okay, natürlich habe ich irgendwie so ein bisschen gedacht, ne, du hast ja gesagt, hier Vietnamkrieg, und dementsprechend war ich irgendwie so darauf gepolt, okay, das ist also hier so ein bisschen, er erinnert sich an den Krieg, aber es scheint irgendwie gerade was anderes zu sein, und er geht dann, glaube ich, auf Arbeit, ne, und kriegt so über die Zeitung noch mitgeteilt, hier der Diktator ist ermordet oder so. Erzählt uns damit also auch der Film, dass wir in einer Zeit des Umbruchs sind. Und ja, dann kommt relativ schnell diese Aufforderung, dass er doch mal was schreiben könnte. Ich war, ich weiß nicht, überrascht. Also mag auch ein bisschen, wie gesagt, an der Bildqualität gelegen haben, die nicht so berauschend war. Aber es wirkte schon alles recht trostlos so. Ja, das sollte auch so sein, ja. Also er hat eine schön vollgeräumte Wohnung, eben logischerweise als Journalist eben sehr viele Bücher und Bilder und alles auch so hängen und so, die dann teilweise wichtig werden für die Handlung, eben sein altes Platoon da und so, seine Truppe. Und wenn er dann aber eben so durch die Straßen geht, also gerade, ne, ist eben vor Ort gedreht, wenn er dann mal draußen ist oder die Leute draußen sind, das hat schon was, weil das eben auch wieder so diese Zeit ja einfängt. Ich meine, es ist, ne, es spielt 79, haben wir gesagt, ist gedreht Anfang der 90er. Es ist vielleicht nicht mehr ganz super authentisch, aber es ist immer für mich so ein bisschen dieses, man kriegt so ein Gefühl, wie die Zeit gewesen ist. Ne? Also wie gesagt, auch wenn es jetzt nicht in der Zeit spielt, in der es gedreht ist, aber dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt da an manchen Ecken, wo sie eben gedreht haben, immer noch so aussah. Und das, finde ich, macht immer ganz viel aus schon so. Das hat sich gleich auf die Stimmung niedergeschlagen. Und ich habe auch das Gefühl, gerade in der Anfangsphase, behaupte ich jetzt auch wieder so ein bisschen, gab es nicht so viel Musik. Also es ist auch sehr naturalistisch gehalten in der Hinsicht, dass wir da unseren Protagonisten folgen. Und hat mich auch relativ schnell so mit reingezogen. Also ich hatte auf jeden Fall Interesse, so wie, was kommt da jetzt, ne? Was wird es sein? Hab natürlich immer Platoon im Kopf gehabt, so als, ah ja, da haben wir auch jemanden, der zwar nicht Schriftsteller ist, aber so Briefe schreibt eben mit Charlie Sheen nach Hause, und hier wird jetzt eben sozusagen das vielleicht auch irgendwie verarbeitet. Wobei wir ja bei Platoon eher die ganze Zeit in dem Krieg sind und nicht sozusagen das dann Jahre später sozusagen erzählt bekommen als Rückblenden. Das ist ein großer Unterschied, aber ja, das so als erster Eindruck meinerseits. Wie ging es dir denn so mit dem Einstieg und dem warm werden mit der Geschichte? Na, ich habe gedacht, dass ich überrascht war, dass er sich sehr viel Zeit und sehr viel Raum nimmt, sozusagen, um den Hauptcharakter vorzustellen. Es war sehr, sehr ruhig. Es hat mich nicht gestört. Ich mag ja ruhige Filme tatsächlich sehr gerne. Deswegen war ich da auch relativ schnell drin, weil ich neugierig auf mehr war. Ich fand es auch super spannend, als dann sozusagen an die Redaktion kam. Da wurde halt nochmal im Nebensatz gesagt, aha, jetzt hier Park Chung-hee wurde erschossen, wo ich dann so, ah, okay, dann weiß ich gleich, ist das denn das Jahr? Und hab so gedacht, na gut, ich habe jetzt schon eine Vorstellung, was sozusagen, was für eine Zeit da in Südkorea vorherrscht. Da habe ich mich dann gefragt, ob das für dich auch ohne dieses Vorwissen so leicht zu erkennen war, oder ob das für dich erst mit dem Nachhinein mit dem Film so erschlossen hat. Das war so mein Gedanke tatsächlich. Und ich finde es immer wieder spannend, muss ich ehrlich sagen, wenn man Kriegsfilme guckt, dass man sofort den Namen immer erkennt. Immer. Also, habe ich diesen Gedanken schon länger gehabt. Das habe ich auch letztens gesagt, als ich die Classic geguckt habe. Das ist halt auch ein koreanischer Film. Das ist kein Kriegsfilm, aber das spielt eine kleine Episode halt auch im Vietnamkrieg. Und da habe ich das auch schon gedacht. Und ich bin jetzt davon überzeugt, dass es an den Helikoptern liegt. Und dadurch, dass wir die Helikopter sozusagen ja relativ häufig gezeigt werden jetzt hier in dem Film, bin ich jetzt wirklich davon überzeugt, dass diese Helikopter für mich ein Symbol sind für den Vietnamkrieg. Ja, ich meine, das sind so diese ikonischen Szenen auch bei Apocalypse Now, ne? Diese Vergleiche habe ich mindestens unbewusst angestellt, aber eigentlich schon eher ziemlich bewusst so, wenn man mal verglichen, so, ja, wie war es da und da? Hat dann natürlich auch gedacht, so, ja, also ich bin mir auch nicht mehr 100%, ich glaube, Platoon ist 88. Also dieses Gefühl manchmal, ja, irgendwie kenne ich ja eigentlich jetzt schon so diese Episoden, die jetzt kommen werden, ne? Wir haben wieder die Suche nach den Vietcong im Dorf und das geht dann wieder schief, und wir kennen ja die Anfangsszene aus Apocalypse Now, wo die eine Frau dann auch da sich selbst in die Luft springt, und sowas ähnliches gibt es dann eben auch wieder bei White Badge und Deer Hunter, um die russische Roulette und solche Sachen. Deer Hunter, ja. Der auch direkt zitiert wird, wir sehen ein Plakat dann da hängen in der Stadt, das ist so relativ hoch am Anfang, also, ne, da wird auch direkt sozusagen darauf Bezug genommen. Auch ja eine,
Also das Plakat funktioniert ja auf mehreren Ebenen. Ne? Zum einen sagt, zeigt es ja so dieses Bewusstsein, wir sind nicht der erste Film über diesen Krieg. Ne? Also es gibt schon Filme darüber. Es ist ein direkter Verweis, es ist ein Zeichen, aber aus meiner Sicht eben auch dafür, ja, die, wie Amerika eben präsent ist. Ja, ich weiß nicht, ob Einfluss nimmt, aber genau, ja, eben wie das, wie eben diese amerikanische Kultur auch Einzug hält anscheinend in Korea. Hm. Ne, an diesem Beispiel, zum Beispiel kommen eben die Filme kommen dahin und werden eben in Korea gezeigt. Na gut, aber und, ich muss jetzt, also da muss ich jetzt mal sagen, wenn man mir ehrlich ist, ist eigentlich der koreanische, also der amerikanische Einfluss in Korea, Südkorea deutlich stärker als bei uns in Deutschland. Und bei uns wäre ja auch nur die ganze Zeit amerikanische Bespielung. Naja, aber das ist eben hier so ganz gut. Es hätte ja, es ist schon ein ganz bewusstes Plakat, was da gezeigt wird. Es ist kein Zufall oder so. Und das ist schon eben sehr bewusst gewählt. Also ich glaube, das liegt aber auch mit daran, dass es natürlich auch als Hommage gedeutet wird, aber gleichzeitig auch noch eine zeitliche Einordnung ist, weil sozusagen ja der Film dann gerade erst gelaufen ist. Mhm. Naja, genau. Ja, Hommage, aber wie gesagt, eben, ne, und auch diese Thematik aufzugreifen. Also, wenn man eben die durch die Hölle gehen gesehen hat und eben das mit dem russischen Roulette weiß, dann haben halt andere Szenen gleich eine ganz andere Wirkung. Wenn dann eben dieser Revolver auftaucht hier bei White Badge. Da habe ich Bauchschmerzen gekriegt, weil ich mich daran erinnert gefühlt habe. Ne, genau, ja, und das wird anderen nicht anders gegangen sein, die diesen, die die Deer Hunter kannten und jetzt eben, ja, 15 Jahre später, behaupte ich, 13, 14, 15 Jahre später, White Badge sehen. Und ja, dann wäre natürlich die Frage, so wie White Badge eben diese Zeit porträtiert, 79, wie eben dieser Film wohl auf die Koreaner selbst gewirkt hat. Ne? So, das also ist ich finde zum Beispiel Punkt. Den Vergleich jetzt zu Platoon oder Apocalypse Now jetzt nicht so passend für mich. Ich finde tatsächlich, Deer Hunter ist halt für mich auch schon die ähnlichste Vergleichsstufe. Ja. Weil ich finde, bei Platoon hast du natürlich auch die Horror des Krieges, aber gerade weil du gerade auch in den Schlachten sozusagen ganz da aufgezeigt, aber es ist halt auch sehr patriotisch und heroisch inszeniert, was ich bei diesem Film jetzt nicht den Gedanken hatte, also das Gefühl so hatte. Also zumindest. Also ich finde es so also bei Platoon so heroisch, ich glaube, da ist auch eher so dieses, ne, dass die alle eigentlich. Was das für ein sinnloses Gedöns ist, was die da machen. Also so heroisch würde ich nicht sagen, aber ich glaube schon. Ja, nicht heroisch-patriotisch. So. Das schon eher, ne, dass Stone ja überzeugt ist, aber eben auch einer von denen ist, der sagt hier, ich liebe Amerika, aber ich möchte auch die Fehler ansprechen, damit es noch besser wird. Was, glaube ich, viele dann eben ihm als. Ja, ich weiß gar nicht, was Oliver Stone noch gemacht hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn seine Sachen gerne mag. Also ich habe ihn abgespeichert, dass ich irgendwie alles, was ich von ihm gesehen habe, gesehen habe. Ja, weil er auch Almost Famous, das muss ich mal blöd fragen. Ich glaube nicht, aber Oliver Stone ist zum Beispiel, JFK ist von ihm und. Habe ich die letzten 10 Minuten immer noch, die habe ich auch noch nie zu Ende gesehen. Und Snowden ist eben vor allem einer der jüngeren Filme noch von ihm. Und den fand ich auch super toll. Die Wall Street-Dinger sind von ihm. Fand ich auch gut. Also wie gesagt, ich habe das für mich abgespeichert, dass ich alles von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, mochte. Und jetzt komme ich selber durcheinander mit Natural Born Killers. Das könnte auch noch von ihm in irgendeiner Form sein. Und bei Scarface hat er, glaube ich, geschrieben. Wir waren am 4. Juli, hat er auch noch gemacht. Ich gucke mir jetzt so ein bisschen also die Filmografie nebenbei an, damit ich nicht ganz so doof dastehe. Ja, also ich glaube, er hat zum Beispiel den Scarface von den 80ern hat er noch geschrieben gehabt. Ich hatte gerade noch einen Podcast gehört von den Abspannguckern. Die hatten Talk Radio besprochen. Den kenne ich gar nicht, aber der klingt auch sehr interessant. Naja, genau, aber. Ich glaube, The Doors war der erste Film, den ich gesehen habe von Oliver Stone. Was auf jeden Fall ich auch finde, was eben die Parallele zu Deer Hunter angeht, ist natürlich diese Handlung, ne, dass einer sich sozusagen auf die Suche macht nach einem anderen nach einem seiner ehemaligen Kameraden. Ja, und vor allen Dingen auch, dass dann noch mit reinspielt diese Kriegsverarbeitung, dass du die Szenen, du hast ja sozusagen die Entwicklung davor, währenddessen und danach und wie das auch. Das ist ja ganz stark vorgehalten bei Deer Hunter, wie ein Krieg einbrechen kann. Also bei Deer Hunter ist es ja chronologisch erzählt. Wir haben die Vorgeschichte, dann naja. Krieg und dann die Nachwehen. Und hier haben wir ja sozusagen eher die Rückblicke, aber eben auch so diese Beziehung. Also das, was es ist jetzt ein bisschen bisschen vereinfacht und so, aber so diese Beziehung Christopher Walken, Robert De Niro ist so für mich das gewesen, was eben hier Hahn und Pion, wie spricht man den aus? Pion. Also was die beiden eben so grob durchmachen, dass sich das ähnelt. Da habe ich so parallel gesehen. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass sie in den Rückblicken gar nicht so enge waren. Also dass sie gar nicht so das auf jeden Fall nicht. Also es war auf jeden Fall nicht diese Superkumpel-Clique.
Das war eher so, dass es sozusagen Überlebende zusammengeschweißt ist. Das hinterher dann vor allem auch. Ja, ja, das ist sehr beeindruckend. Und ja, möchtest du den nächsten Punkt ansprechen? Oder? Ich habe für mich halt so, also für mich war es zum Beispiel spannend, weil ich ja mindestens 3 Leute aus dem Hauptcast kannte, was ich von vornherein gesehen hatte. Ob ich die erkenne, wenn die nochmal so 41 Jahre jünger sind. Mhm. Aber hat super geklappt. Also beim einen bin ich verzweifelt, den habe ich nachher schon allen andere gedichtet gehabt und dann kam er wirklich, ne, war es doch eindeutig. Und es war für mich halt schön, das mal zu sehen, auch in einer anderen Situation her. Ja, also ich glaube, die Gesichter an sich habe ich nicht so unbedingt erkannt hier bei dem Hauptdarsteller, dem Ahn Sung-ki, den ich ja sozusagen zuletzt gesehen hatte bei Divine Fury als den Priester, den logischerweise dann deutlich älteren, ne, auch schon knapp 30 Jahre her mittlerweile. Ich habe den letzten Film, den ich mit ihm gesehen habe, war May 18. Aber dann so mit dem zweiten und dritten gucken, und du hast mir das ja gesagt, dann habe ich so gesagt, ah ja, doch, ja, so die Gesichtszüge, das stimmt schon. Und den anderen hatte ich dann auch einmal kurz geguckt hier, den Byun, dass ich den in Anführungszeichen kenne aus Vagabond, der Serie, wo er den Edward Lee spielt. Und da habe ich auch so gedacht, ja, doch, so, der Bartwuchs, das kommt hin. Den Schauspieler, den mache ich total gerne und ich hatte den Gesicht super gerne. Von dem habe ich auch schon so viele Serien und Filme gesehen tatsächlich. Und ich habe mich immer gefragt, wie der Junge aussieht, weil er ja auch jetzt, ist ja jetzt auch schon 59 und seinen weißen Haaren und ich finde, man sieht, dass der mal ein jung, hübscher Mann gewesen sein muss. Und jetzt habe ich echt immer gefragt, wie der aussieht und jetzt habe ich ihn mal als jung gesehen und ja, es ist ein gut aussehender Mann. Also das ist, und den finde ich unglaublich talentiert, weil das auch ein Schauspieler ist, der unglaublich viel mit Stimmarbeit macht und also sehr minimiert spielt, aber halt sehr viel über seine Stimme immer halt regelt in seinen Rollen und dadurch halt sehr, sehr vielseitig ist. Und ich freue mich halt immer wieder, wenn er dabei ist. Also ich habe zum Beispiel auch die Along with the Gods-Reihe mit ihm gesehen, die ersten beiden Teile, da war er auch halt dabei. Ashfall hatte ich mit ihm jetzt auch vor kurzem gesehen. Also er spielt halt gerne mal einen Grießkram jetzt im Alter. Deswegen war ich total gespannt, wie er jetzt in dem Film sein würde, muss ich ehrlich sagen. Er ist auf jeden Fall noch ordentlich im Geschäft, ne? Und Ahn Sung-ki ja anscheinend auch. Ja, total. Also beide unter anderem vielleicht mit diesem Film auch ihre Karrieren. Na, wir haben ja auch wenn es nachher erst im letzten Teil des Films kommt, haben wir auch noch Ho Jun-ho dabei, der zum Beispiel bei Kingdom jetzt auch sozusagen auch noch eine große Rolle hatte. Ne? Den dürftest du eigentlich auch kennen. Ja, wenn das war der, bei dem du so lange geguckt hast, wer das dann war da. Ja, aber ich finde, sieht immer so böse aus. Also, ja. Dem hatte ich jetzt auch gerade lang diese Wolf Brigade gesehen, aber ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was das war. Ja. Das fand ich auch nicht so doll, den Film. Aber kommen wir mal zu der Beziehung von den beiden Protagonisten, sage ich jetzt mal. Das geht ja damit los, dass Ahn einen Anruf kriegt zu Hause und sich beim ersten Anruf aber meldet sich niemand am Telefon. Also er geht ran, aber am anderen Ende ist Stille. Wenn ich mich recht entsinne. Ne? Also das ist so die erste, in Anführungszeichen, Kontakt wieder zwischen Byung und ihm. Und jetzt komme ich schon, es gibt dann öfter mal Gespräche zwischen den beiden oder Telefonate zwischen den beiden, so rum meine ich. Gespräche gibt es auch, aber sie telefonieren immer mal wieder schon durch und ich überlege, wie das war mit dem Revolver, wie kommt der ins Spiel? Gibt er ihm den direkt oder liegt er einfach da? Nein, sozusagen? Ich möchte erst nochmal auf diese Telefonanrufe Bezug nehmen. Und zwar wird es ja so eingeführt, dass, wie gesagt, wie du sagst, dass Byun sich halt immer steigert an seinen Anrufen, dass er dann halt anruft und hallo, ich bin da und dann einfach auflegt und halt ihn immer sozusagen Fragen zurücklässt. Und ich finde das halt für mich persönlich, diese Anrufe haben für mich halt eine sehr unangenehme Stimmung erzeugt und ich immer das Gefühl hatte, da stimmt was nicht. Da war ich nicht richtig. Das hat mich sehr gekriegt. So. Und wenn man dann Byun langsam kennenlernt, dann weiß man ja auch, dass er, also da sieht man relativ schnell, dass er PTSD hat. Das ist, wenn das mal ausreicht, ja, für den armen Kerl. Ja, also dass er halt sehr gebrochen ist, das ist relativ eindeutig und das merkt man auch relativ schnell. Und er bildet sich halt auch viele Sachen ein und ähnliches. Und dann haben wir halt diese glorreiche Szene, wo wir das erste Mal länger in seinem eigenen Haushalt sehen, wo seine Frau dann zur Arbeit geht und er bleibt dann zurück. Und dann hält er sich halt den Revolver an den Kopf und versucht eventuell abzudrücken und kriegt dann aber vorher das Gefühl, dass überall die Helikopter kommen, dann ist halt Abblende und weiß halt nicht, was passiert.
Und da habe ich noch so gedacht, na, ist da jetzt was passiert? Ist aber nicht passiert. Das war für mich eine unangenehme Situation, weil ich die ganze Zeit dachte so, das ist so von seiner Art her, das ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass er den letzten, das noch abgedrückt hat und ähnliches. Und dann sehen wir ja, das ruft er ja dann an, mit dem, du hast das Paket geschickt hat und man weiß gar nicht, was los ist. Und dann hat er ja sozusagen den Revolver mitgeschickt. Und ich habe noch so gedacht, oh, das ist ja eine tolle Entscheidung, dass du was gemacht hast. Das ist Selbstschutz, das heißt, du willst leben. Das, ne, weil du traust dir selber nicht über den Weg, klasse. Aber unser Hauptdarsteller kann das überhaupt nicht deuten. Der versteht das nicht. Ja, ich meine, also aus Sicht unseres von Ahn sind es ja irgendwie so die. Sagen wir mal lieber Hahn. Hahn? Habe ich immer beide Varianten irgendwie gefunden. A-H-N. Ja, Hahn ist der Schauspieler und Hahn ist die Rollenname. Ja, auch für den Rollennamen habe ich eben mehrmals Hahn gefunden. Aber schon richtig. Also Hahn. Die Vergangenheit ihn eben auf mehreren Ebenen auf nicht direkt menschlichen Kontakt einholen. Ne? Also das Telefonat ist eben eine technische Geschichte, da die Vergangenheit ruft. Dann haben wir die Lieferung des Revolvers. Das ist auch wieder ein Objekt aus der Vergangenheit, was ihn hier wieder ereilt. Also er weiß, was das für ein Revolver ist. Ne? Dann haben die Helikopter, die ständig über ihm kreisen. Dann haben die Helikopter sind eben auch Dinge, es sind auch nicht, also natürlich saß er da drin und mit den Menschen unterwegs, aber wir kriegen die Helikopter gezeigt und hören sie. Wir hören nicht die Gespräche oder so zwischen den Soldaten zunächst, sondern eben. Nee, ich meine, wenn er zu Hause ist nach dem Krieg. Ja, gleich so, wie gesagt, die Eröffnungsszene. Das sind eben alles Dinge, Objekte oder eben Geräusche, ne, Telefonklingeln, das Rotorengeräusch der Helikopter, die ihn quasi ja an seine Vergangenheit erinnern. Direkt, indirekt. Fand ich eigentlich sehr gut gemacht, so in dieser Form. Ne? Das steigert sich ja dann immer weiter. Wir kriegen dann natürlich auch die Rückblenden, wo dann eben natürlich auch andere Soldaten sind und sowas. Aber dass das eben auf dieser Ebene so mit diesen ganzen Objekten und Möglichkeiten geschieht, so die Vergangenheit heraufzubeschwören quasi. Ich finde, der Film spiegelt einen auch gleichzeitig so eine falsche Sicherheit mit dem Hauptdarsteller so vor. Weil ja, der wirkt ja sehr bodenständig, sehr gefasst und vielleicht ein bisschen deprimiert, ne? Also so vielleicht. Ich weiß nicht, ob deprimiert, desillusioniert vielleicht auch. Ja, so. Genau, aber relativ realistisch und bodenständig, habe ich ihn wahrgenommen. Und gerade wenn du dann halt auch den Björn reinkriegst, dann hast du gleich dieses Konträre, dieses Gebrochene, dass er dann dadurch halt noch deutlich gefasster wirkt und deutlich gesünder. Und dann fängt er mit dem Laufen des Sichtens an, diese Fassade zu bröckeln. Das zeigt ja auch, dass er ja genauso vom Krieg gezeichnet ist, halt auf eine andere Art, aber nicht so gebrochen wie jetzt Bjorn, aber auch trotzdem, dass der Krieg ihn auch selber nicht losgelassen hat, sozusagen in seinem Inneren. Also ihm wird das ja dann wieder gespiegelt durch die fehlende Nähe zu anderen Leuten, weil die er nicht aufrechterhalten kann. Von Hahn oder von? Von Hahn. Mhm. Und dann natürlich auch das ist seine Impotenz. Ja, das ist ja sozusagen sein Ausdruck. Das ist ein sehr, sehr wichtig, oder der ist nicht vor allem auch ein interessanter Punkt, weil das ja auch gespiegelt wird in Bjorn, der ja von seiner Frau gesagt kriegt, hier, wollen wir nicht ein Kind kriegen und so, ne? Kriegen die sich sogar ein Kind? Haben die ein Kind? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, hat sie getreten und dann hat sie das Kind verloren. Das war die Abtreibung. Aber hat er nicht irgendwann noch ein Kind gehalten? Oder wir haben gestern zu viele Filme geguckt, vielleicht vermischte ich das gerade. Stimmt, genau. Oh ja, das, genau, das ist. Aber auf jeden Fall, genau. Also Hahn ist der Impotente und Bjorn ist durchaus kriegt eben sogar angetragen hier und grundsätzlich zeugt er ein Baby mit seiner Frau. Aber auch da holt ihn eben die Vergangenheit wieder ein und er wird ihr gegenüber gewalttätig und ja, harter Stoff an der Stelle dann auch wieder. Also Eva, das fand ich zum Beispiel, das war eine ganz spannende Entwicklung von Bjorn. Weil er wird ja am Anfang sozusagen als ein sehr lebenslustiger, lebensfroher und ich sag jetzt mal junger Mann dargestellt, dem halt noch nicht viel Schlimmes im Leben passiert ist, der halt heiß ist, dass er sozusagen den Frauen hinterherläuft und eher so verspielt er, so ein Hans Hauer, so ein Kaster ist, Spaß. So ein Typ ist. Also ne? so ein bisschen Private Joker, dann wäre noch, siehst du, Full Metal Jacket wäre nochmal ein weiterer Bezugspunkt zum Thema Vietnamkrieg. Aber das ist auch ein Film, der kriegt Gänsehaut, den finde ich auch ziemlich stark. Nee, also genau, Private Joker, der eben immer diese Witze. Vergesse ich immer, das ist nicht krass, ja. Ja, weil der nochmal auf einer anderen Ebene rumsteht. Auf jeden Fall, dass eben auch da Private Joker ja so ein bisschen der Witzbold der Gruppe ist. Und genau, das ist auch das was Bjorn hier, ne? Immer mal wieder
Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Hm. Worauf ich hinaus wollte, ich weiß gar nicht, ob du das auch so mitgekriegt hast, dass ja am Anfang halt diese Versteigerung ist von der Schwester von dem Vorgesetzten, von der Sarah. Erzähl mal weiter. Da wird ja dieses Bild am Anfang gezeigt, wo alle ihre Schlüpper unter rein müssen. Also jetzt schon in Vietnam direkt. Ich dachte jetzt in die allererste Vietnam-Erinnerung sozusagen, wo alle rumkaspern, wer kriegt sie. Und dann gewinnt Yabuhin sie und dann mit dem Schreiben, wo er noch gesagt wird, ja, ich kann nicht schreiben, ich kann mich nie ausdrücken, ich mal nur Bilder. Und was ich halt stark fand, ist tatsächlich, dass das dies ja auch seine Frau war, die Sarah. Das war die auch. Also und die sind ja auch zusammengekommen nach dem Krieg. Ja. Und das finde ich dann sehr, sehr stark, weil wir ja mitbekommen haben, auch so zum Ende des Films, dass bevor er sozusagen für uns zurückgekehrt ist, war ja schon gebrochen. Also es war jetzt keine Entwicklung, die jetzt im Nachhinein kam, als er alles sozusagen verarbeitet hatte, sondern das war zum Schluss. Der Krieg hat ihn schon so. Der war schon im Krieg, war ja schon weg. Und ich fand es total interessant, dass trotzdem, dass er mit ihr trotzdem zusammengekommen ist und dass sie trotzdem noch geheiratet haben. Also das wird ja dann auch argumentiert mit dem, nach der dritten Verabredung hast du mich dann sozusagen, hast du meinen Halt angehalten. Und sie selber arbeitet ja im Camptown-Bezirk als Tänzerin und vielleicht auch mehr. Also als Prostituierte im Camptown-Bezirk. Ja, sag mal kurz, Camptown wird ja nicht jedem Begriff sein, mir auch nicht so hundertprozentig. Was bedeutet das? Naja, das ist halt der englische Begriff für die Kishon. Jetzt ist alles klar. Ja, in Südkorea ist ein sehr recht konservatives Land und Prostitution ist da verboten. Und als dann sozusagen nach der Befreiung der 1945 der Süden von den USA unter die Vorherrschaft genommen wurde, wurden sozusagen die ehemaligen Troststationen von den Amerikanern übernommen, aber halt nicht von ihnen selbst verwaltet. Und da um diese Bordelle, Militärbordelle kann man sagen, die sich daraus gebildet haben, sind diese richtige Rotlichtviertel sozusagen rausgebildet und die nennt man Camptown. Hm. So würde ich das jetzt mal auch kurz zusammenfassen. Naja. Ja. Nicht sehr geachtet. Genau, und da ist sie eben, da arbeitet sie. Ja, da arbeitet sie. Fand ich auch sehr stark, das ist interessant. Also das ist halt, das fand ich in der Hinsicht auch interessant, es wird halt nicht gesagt, dass es Camptown ist oder dass es Kilichon ist, das wird nicht gesagt, aber es ist halt, es wird halt relativ eindeutig aus dem Zusammenhang, weil sie halt Kontakt dafür da ist, amerikanische Soldaten zu bespaßen, halt in Korea, also Südkorea, nicht in Vietnam, sondern Südkorea, und der halt enge Kontakte knüpft, und das ist halt, dadurch, dass ja auch da ganz viele Militärstationen auch bis heute noch in Korea sind, ist das schon relativ abgesperrt, also das ist halt relativ noch getrennt, und das ist auf jeden Fall Camptown von der Art her, und wird aber halt nicht so benannt, und das ist auch eine Sache, die halt totgeschwiegen ist, und das finde ich halt ist in der Hinsicht spannend, weil in den 90er Jahren gerade Camptown von den südkoreanischen Nationalisten gerne als Argument genommen wurde, gegen die imperialistische Vorherrschaft der Amerikaner sozusagen zu demonstrieren und gegen so Stunk zu machen. Weil es einen Vorfall gab, dass ein Soldat eine junge Frau aus dem Bezirk umgebracht hat, und der Kasse wurde so hochgepusht, obwohl die Gesellschaft vorher halt Camptown-Frauen also sehr geächtet hat, und halt man kennt sie nicht, weil das ist halt das Letzte vom Letzten, ne? Und Frauen, die sich selbst sozusagen verkaufen, und die Camptown-Frauen gerade. Damals waren es auch Koreanerinnen, heutzutage sind es meistens Leute, also illegale Einwandererinnen aus den Philippinen oder Vietnam, die sozusagen in den untersten Verhältnissen leben. Und die sind halt nicht sehr geachtet und kamen halt gegen die US-Regierung, klagen sie halt schon seit etlichen Jahren, US-Soldaten halt auch nicht so ordentlich mit denen umgehen, und bezeichnen sich selber als Trostfrauen, und die koreanischen Harmonies, also das sind sozusagen die koreanischen Trostfrauen aus der Zeit der japanischen Besetzung, die sehen das halt sehr persönlich als Angriff. Sie identifizieren sich halt mit denen überhaupt nicht. Und das ist halt, deswegen wird das halt auch totgeschwiegen, und Camptown-Frauen und diese ganzen Sachen werden halt auch aus den Geschichtsbüchern verbannt, und das hat auch keine koreanische gesellschaftliche Aufarbeitung zu dem Thema betrieben. Das wird eigentlich eher totgeschwiegen. Das ist halt sehr unangenehm. Also das wird halt, wenn du jetzt einen älteren Herrn auf der Straße fragst, dann würde ich sagen, kenne ich nicht. Also nicht, dass das vielleicht die Wahrheit ist, aber das wird nicht kommuniziert. Deswegen fand ich das sehr spannend, dass der Film das trotzdem so andeutet. Das war für mich ein sehr spannender Moment. Das hat mich sehr gefreut, und diese Freude kann wahrscheinlich kaum einer hier aus Europa nachvollziehen. Also. Ja, also, ja. Also zwei Punkte dazu. Also zum einen, dass sie eben das Kind kriegen möchte, oder ne, dass sie auch heiraten und so. Also ich
war so mein Eindruck aus dem Gespräch, wenn sie mit Hahn spricht, dass sie eben sagt, naja, er wirkte schon ja grundsätzlich normal. Er hat dann halt so diese Ticks, sage ich jetzt mal, hier, dass er denkt, oh, es ist Gewitter und er denkt, er hält das für einen Angriff oder sowas. Dass man das sozusagen in großen Anführungszeichen als eben normal, was du eben sagst, die PTSD oder so, dass er natürlich irgendwie was mitgebracht hat, aber dass er grundsätzlich noch in Anführungszeichen in Ordnung ist. Na, ich fand, er wirkte so zum Schluss wie ein kleiner Junge. Also das kommt auch immer mal so. Dass er so, oh, was ist das? Oh, ich bin ja so positiv. Bei ihm kommt nichts mehr an. Das ist das und das. Ja, oder dass er das eben so als Schutz vielleicht auch versucht, ne? Und das irgendwie so positiv und so dieses Naive so vorzudingen, was natürlich dann nachher er auch, wird er dann brutal ehrlich, wenn er sagt, hier, wir haben gedacht, verfolgt. Und der zweite Punkt eben, was du jetzt so referiert hast, ist ja auch so eine Sache, das hatte ich bei Memories of Murder, glaube ich, auch mehrmals so, dass ich denke, hier kommen jetzt Szenen in einem Film und die sind an sich, in sich sind die erstmal stimmig, die verstehe ich als Außenstehender, ne? Wir sind jetzt hier mindestens in einem Stripclub, vielleicht auch Bordell und da sind eben anscheinend auch Amerikaner und so, das existiert anscheinend, aber ich weiß gar nicht so diese ganze Geschichte, was du jetzt eben nochmal aufgemacht hast, dass das ja natürlich nochmal ein Punkt ist, der wahrscheinlich dann Koreaner damals, als sie den Film gesehen haben, ganz anders wahrnehmen, ne? Also vielleicht ja, provokativ ist es, auch, ne, auch selbst erlebt haben und für mich das eben gar nicht unbedingt ergibt. Ja. Das, was jetzt den Film an sich nicht schlechter macht, aber das eben zeigt, wie viel da natürlich noch trotzdem mehr dahinter steckt und was das eigentlich noch für Dimensionen aufmachen kann, je nachdem, wie tief man da einsteigen will. Ne? Aber das ist schon traurig, ne? Weil wenn aus der westlichen Perspektive her, ist das ja, sie arbeitet halt im Stripclub, verkauft halt ihren Körper, um halt überleben zu können. Und das ist, also ich sag mal so, aus westlicher Perspektive, wenn ich das sehe, gerade weil wir ja in Vietnam-Film gerne auch mal Prostitution und alles drin haben, da denkt man da nicht drüber nach. Also ich nehme das dann persönlich hin und habe da keine Wertung über diese Figur großartig. Mhm. Ne? Es sei denn, wird ja konkret jetzt in den Fokus. Und also ich kann mir vorstellen, also ich finde das noch für die heutige südkoreanische Gesellschaft, finde ich das Thema auch provokativ. Also es ist nicht so, dass in koreanischen Filmen keine Sexualität drin ist. Das stimmt nicht. Ich finde, die sind auch sehr, sehr aufgetaucht in den letzten Jahren. Aber also einfach nur diese Prostitution ist immer noch eine andere Schiene. Mhm. Und das in die Gesellschaft zu holen. Und gerade, also ich meine, dass das Camptown wird, das habe ich vorher nicht gesagt, aber das ist für mich relativ ersichtlich gewesen, weil das soll es anders sein. Und das überhaupt diesen Film reinzubringen, das sehe ich halt sehr provokativ an aus der koreanischen Sicht und auch was sehr Neues, sehr Offenes. Und man darf ja auch nicht vergessen, als der Film rauskam, da waren wir gerade im Prozess der Demokratisierung. Ne? Da waren wir gerade von der Militärregierung weg und wir kriegen jetzt die ersten Wahlen rein. Und sozusagen die Öffnung komplett nach außen und Kapitalismus richtig und alles, also alles mal richtig durchgewaschen. Und das ist natürlich ein Zeichen nach dem Motto, wir können endlich reden, nachdem wir die Militärregierung die ganze Zeit den Maulkorb hatten und uns nicht äußern konnten. Jetzt können wir es offiziell machen und jetzt können wir halt das zeigen. Und jetzt zeigen wir auch mal das, was wir vorher nicht zeigen konnten. Mhm. Also ein kleiner Protest. So habe ich das empfunden. Das finde ich sehr stark. Deswegen ist der Film schon, ist sehr ruhig, erklärt halt nichts. Also wie gesagt, wenn du halt jetzt keinen Vorwissen hast, ich glaube, da verstehst du viele Sachen nicht, übernimmst die gar nicht wahr. Aber wenn man das Wissen hat, dann hat der Film ganz viele provokative Sachen versteckt. Also sehr cool. Das ist ja gleich der nächste Punkt, kann ich irgendwie genau das Gleiche sagen. Ich nehme das wahr im Film so, ach ja, anscheinend ist irgendwie der böse Anführer oder der Diktator gerade gestürzt worden und jetzt scheinen möglicherweise bessere Zeiten zu kommen. Also ich möchte sehr schnell sagen, es Park Chung-hee ist der Vater der Nation, der wurde geliebt. Ne? Auch wenn es ein Diktator war. Okay, dann so rum. Aber ne, genau, das ist was, wo ich eben auch kein Vorwissen habe, wo ich mir dann eben einfach so erzähle, also mir zurechtlege, okay, da wurde anscheinend gerade ein Diktator beseitigt, jetzt steht das nächste an, vielleicht wird es besser. Wir sehen dann gerade zum Schluss des Films, naja, so geil scheint es auch nicht zu sein, weil es da diese Proteste gibt, die von der Polizei niedergeknüppelt werden oder ich weiß gar nicht, ob es Polizei ist oder sogar andere Truppen noch. Aber genau, also dass auch da noch nicht klar ist, wird das jetzt wirklich besser und dass du jetzt eben das nochmal reinbringst, oder wenn man sich dann eben in die koreanische Geschichte vertieft, dass man dann eben sieht, aha, das waren also so die Konflikte, genau, also dass da eben, wie gesagt, noch viel mehr liegt oder gerade eben für das heimische Publikum, das deutlich tiefer geht dann wahrscheinlich als für mich sich nicht auskennender Westler.
Also was ich zum Beispiel, also wo ich zum Beispiel Bauchschmerzen hatte, wo ich dachte so, oh, wie ist denn die Zeitrechnung in dem Film selbst? Weil dann halt dieses 79, ja, wann Park Chung-hee, ich weiß gar nicht, welcher Monat der gestorben ist, ne? Aber ich weiß, dass er diese Unordnung danach war. Und dann kamen wir diese Studentenrevolten, da kamen wir immer mehr, die Studentenrevolten sind ja halt immer näher gekommen. Und dann gab es ja zum Ende, wenn sozusagen Jung sozusagen dann in die Masse rennt und die Militärs, also die Soldaten halt, die einfachen Studenten vor sich her treiben, ist ja direkt zwischen den Soldaten angekommen. Und da fängt ja die Soldaten an zu schießen. Und da habe ich so gedacht, sind wir jetzt schon in 1980? Spielt das jetzt in Gwangju? Ist das jetzt das Gwangju-Massaker? Weil das ist dieses bewusst auf Leute schießen, passiert das jetzt? Ist das jetzt in diesem Film auch noch drin? Also das war, wo ich dann schon dachte so, oh, nicht echt, nicht echt. Aber so von der Inszenierung her war das extrem auf Gwangju angelegt, möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Da haben nur die Busse dazwischen gefehlt. Aber es war es jetzt nicht, ne? Aber es ist, aber man hat diesen Eindruck, dass es jetzt passiert, jetzt kommt das. Und allein vom geschichtlichen Anteil, wie viel in dieser Geschichte drin ist. Also genauso mit seinen Erinnerungen, wenn er im Krieg selber ist und er guckt und die amerikanischen Soldaten genau beäugt oder die vietnamesischen Kinder, dann hat er teilweise auch was nochmal in Schwarz-Weiß nochmal als Abgrenzung dargestellt ist. Sieht er sich selber ja nochmal in der Jugend und dann denkst du dir halt so, das stimmt. Das ist ja noch der Vietnamkrieg, der Koreakrieg gewesen von 50 bis 53. Und dann denkst du halt auch so, ja krass, also und was ist das für eine krass Abwechslung, also eine unglaublich belebende, unglaublich traumatische Geschichte von den Koreanern, vom Koreakrieg zur Armut, zur Teilung gleichzeitig, das darf man ja nicht vergessen. Und dann kommt der Vietnamkrieg noch rein, da hast du ja sozusagen eine Militärregierung, dann hast du dann auf einmal ja diese Weltrevolten, also das ist immer Bewegung im eigenen Land schon. Du brauchst eigentlich gar keinen äußeren Konflikt für den Vietnamkrieg, weil du hast sozusagen zu Hause musst du erstmal aufräumen. Und dieser Film deutet halt alles an. Also das, und das finde ich extrem stark. Also das ist, finde ich, so, für mich ist das so ein Ritt durch die Geschichte oder halt durch Anspielungen auf die wichtigen oder prägenden Ereignisse der Geschichte. Ja, und wie das eben bis in die Gegenwart ja wirkt, ne, das ist ja auch der Punkt. Also, kannst du noch mal kurz versuchen, ein bisschen aufzudröseln, diese Unruhen oder diese Proteste, die gehen relativ gegen Ende, scheinen eben Studenten gegen Polizei zu sein, das eskaliert und wir haben dann eben Hahn und Byun sind dann mit da drin, gerade da ins Geschehen hinein und diese Bilder werden dann übereinander gelegt mit eben Auseinandersetzungen und mit den Erinnerungen der beiden, vor allem von Pyun an eben Vietnam, was da eben so für Auseinandersetzungen stattgefunden haben, dass eben einerseits gezeigt wird, er hat diese Vergangenheit nicht abschütteln können, aber andererseits könnte es für uns als Zuschauer eben auch bedeuten, vielleicht haben sich auch die Verhältnisse eben noch nicht geändert und nur weil das jetzt ganz konkret Pyuns und Hans Erinnerungen sind, ist ja diese Ähnlichkeit dieser Bilder, dieser Ereignisse, das ist ja eigentlich auch so ein genereller Punkt, der sich da zeigt und immer die Frage hinterlässt dann, ja, welchen Sinn hat das eigentlich, diese Gewalt? Das ist das eine und das andere, was du jetzt schon angebracht hattest, waren dieser Moment, wenn wir in Vietnam sind, eine Vietnam-Episode, also da steigen wir dann, ja, das ist ja schon fast Inception-mäßig, Ebene für Ebene reisen wir durch die Zeit. Wir haben eben die koreanischen Soldaten und dann, die haben Mist gebaut, die haben nachts die Kühe erschossen, dachten, das wären Vietcong oder Rinder, weiß ich nicht, was genau ist. Und am nächsten Tag stehen dann halt da die Dorfbevölkerung und vor allem so ein paar kleine Kinder, die immer sagen, hey, gib uns was her. Und Hahn sieht das eben und erinnert sich selber daran, als er ein Kind war und genau das Gleiche gemacht hat, nämlich von der amerikanischen Station, wie du eben sagtest, Zeit des Koreakrieges, als die Amerikaner. Also sind natürlich dann auch immer noch, aber als eben die US-Truppen in Korea waren, das sind natürlich dann immer noch. Aber und genau, eben genau da der gleiche Ablauf ist und dass sich das eben auch nicht geändert hat und dass er jetzt sozusagen so, wie er als Kind behandelt worden ist, so behandelt er jetzt auch wieder die nächsten Kinder und so können wir, je nachdem, auch davon ausgehen, na, wahrscheinlich wird das in der nächsten Generation wieder so sein und warum kriegen wir es denn nicht besser hin? Und ja. Aber ich hatte zum Beispiel auch den Eindruck gehabt, als diese Szene war, wo er sich erinnert hat, dass er Amerika-Kritik für ihn reingeschwungen ist, dass er sozusagen das erste, das war auch der Knackpunkt für ihn, zu hinterfragen,
ob das eigentlich richtig ist, was wir hier machen. Also ist ja. ist es gut, dass also die waren wir glücklich mit den Amerikanern? Nein, waren wir nicht. Allein schon die Erinnerung, dass die ihn sozusagen veralbert haben. Ja, dass sie keine Schokolade hingeworfen haben, das sondern, sondern diese, aber diese abfällige Geste halt. Das, ja. das ist halt dieses Abfällige von oben herab. Wir können hier machen, was ihr wollt. Ihr seid ja, ihr habt ja eh nichts, so sagt dem Motto. Und, ja. und dass, er genau, dass er sich genau in diesem Moment erinnert hat, war auf jeden Fall Amerika-Kritik drin. Und ich finde, dass er dann gleichzeitig aber auch von seinen Blicken und seinen Gesten sozusagen in den nächsten Szenen in Vietnam von Abläufen halt sehr kritisch und sehr beobachtend wirkt und wenig über, weniger überzeugt als am Anfang. Das fand ich, wurde halt sehr gut bei ihm von ihm porträtiert. Ja, und man kann auch sagen, also die erste Vietnam-Episode, die wir sehen, wie gesagt, hier mit der Frau, das ist, da wird noch eben sehr viel gelacht, Späße gemacht, es wird sich nackig gemacht. Kann man auch mal überlegen, wie sich das da reinfügt. Und weil du jetzt gerade sagst, dass, ne, die Amerikaner, also Amerika-Kritik, ich habe es jetzt noch so relativ neutral formuliert im Sinne von, naja, die Geschichte wiederholt sich und passiert eben jenen. Man kann natürlich auch sagen, die Amerikaner haben die Kinder schon so behandelt und jetzt in Vietnam, jetzt nicht genau in der Szene, aber auch da kriegen wir eben mit, dass die koreanischen Truppen auch sozusagen, dass die Amerikaner sagen, ja, schön, dass ihr auch da seid, aber ihr tut mal schön das, was wir wollen, ne? Also ihr könnt hier nicht selber euren Krieg kämpfen oder so, sondern ihr seid da, damit ihr das tut, was wir euch sagen. Also dass sich auch da das Verhältnis gar nicht geändert hat, diese, auch wenn man jetzt vielleicht im ähnlichen Alter ist oder sowas. Genau, er hatte absolute Empathie denn auch für die Bevölkerung selbst. So, dass dieser Punkt da eben auch nochmal durchkommt. Ja. Achso, genau, und diese Rückblick in die Koreakriegszeit, also als er ein Kind war, ist dann eben nochmal dadurch abgehoben, dass diese Szenen dann auch mal in Schwarz-Weiß sind, also auch stilistisch hier nochmal für uns eben erkennbar ist, dass da nochmal der Unterschied ist. Hast du es niemand erkannt? Also konntest du das deuten? Also ich habe auf jeden Fall so verstanden, ah ja, das ist also seine Kindheit und dementsprechend wird das nicht Vietnam sein, sondern eben Korea. Ich hätte jetzt natürlich, also hätte ja eben so geschätzt, dann irgendwie, ja, Koreakrieg so, ne, was ist das, 50er, Anfang der 50er. Ja. Ja, ein sehr auffühlender Film. Also, ich habe auch so die ganze Zeit, du meinst ja, glaube ich, am Anfang, also ich habe es dann desillusioniert gelernt, das glaube ich, hast du depressiv gesagt? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Ich bin doch depressiv niedergeschlagen. Dass da auch das so, sich eine Grundstimmung so durch diesen Film zieht. Ne? Also natürlich irgendwie auch schon für mich zumindest, oder vielleicht wollte ich diese Stimmung auch haben, einfach aus dem Grund heraus, weil ich ja weiß, ja, Vietnam ist halt scheiße gelaufen und Krieg ist sowieso immer Mist. Deswegen werden da keine supergeilen Menschen jetzt da rumlaufen nach diesem Krieg, auch wenn sie vielleicht vermeintlich gewonnen hätten oder so. Und dass wir eben das alles hinterfragt bekommen. Und ja, stimmt, das ist schon sehr melancholisch. Und dann haben wir eben auch diese Szene in dem Dorf, wo sie dann so ein paar Leute gefangen nehmen. Ich überlege gerade, das Mädel, was sie gefangen nehmen, hat die schwarze Kleidung an? Ja. Also ich überlege auch, dass es gerade so als Charakterisierung sein soll, ne? Schwarz, böse, und wir haben ja nun vor ein paar Tagen auch mal geguckt, die Letters from Iwo Jima. Oh, ja. Und da musste ich dann auch wieder ein paar Mal dran denken, weil das Thema Menschen und Granaten ist eben auch da. Mit dieser Frau spielen die Granaten eine Rolle und es gibt dann später auch nochmal in der finalen Schlacht, kommt dann auch nochmal her, es wirft jemand eine Granate und dann quasi selbstlos, um die anderen zu schützen, wirft sich auch da jemand drauf, was eben bei Letters from Iwo Jima war das ja auch, dass Granaten sehr nah an Körpern explodiert, wenn auch in einem anderen Ablauf, muss ich dann eben auch mal kurz dran denken. Ja, und diese Episoden natürlich sind es dann auch, die also mich als Zuschauer auch durchaus verstören, ne? Weil ich auch so denke, weil ich mir dann auch sage, es ist halt ein Film, aber ich bin auch sehr froh, dass das irgendwie sehr weit weg von mir ist oder ich das von mir wegschieben kann. Aber es ist schon, ja, sehr harte Momente sind, ne? Und wenn dann auch hier der eine Kollege, der, also ich habe jetzt nicht alle Namen da gemerkt, von der Truppe, wenn er dann diesen Tunnel des Vietcong entdeckt, in dem ein Stall, in Anführungszeichen, das wird ja dann auch nochmal so ein richtig traumatischer Moment dann für ihn, wenn er da den einen Halbtoten sozusagen da findet im Tunnel und den einmal sein halbes Magazin in ihn entleert, wo dann auch eben völlig fertig ist, ja, nicht mehr ordentlich gehen kann, sich halb über, also ich weiß gar nicht, übergibt er sich, aber also er hat auf jeden Fall völlige Atemnot, er ist eben völlig fertig. Eine Panikattacke. Völlig fertig von diesem Moment und kriegt auch gar nicht mehr so drumherum mit, was da geschieht. Es ist schon sehr, sehr eindringlich, trotz allem, auch wenn es vielleicht nicht völlig neu ist, wie gesagt, ne, wir haben eben die amerikanischen Filme, also
selbst zu dem Zeitpunkt, selbst wenn man die dann später gesehen hätte, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne, diese Filme gab es vorher, wenn man die vorher gesehen hat, dann kennt man den Verlauf von manchen Episoden. Obwohl ich sagen muss, also wenn ich jetzt die amerikanischen Vietnam-Filme jetzt als Beispiel ranziehe, da ist es für mich leichter gewesen, ich sag jetzt mal leicht ist zu viel gesagt, weil es gibt ja noch Apocalypse Now, aber leichter für mich gewesen, Freund von Feind zu unterscheiden. Also, weißt du, was ich meine jetzt? Also, dass da jemand mehr positiv gezeichnet wird und stärker negativ. Ja, dass es für mich klarer ist, dass ich jetzt weiß, was ist das jetzt? Jetzt haben die Zivilisten erschossen oder nicht. Während ich zum Beispiel bei dem jetzigen Film, bei White Badge, ja, an die erste Dorfszene kam, das wirkte für mich von Anfang an total konfus, das ist total durcheinander, die schießen da auf alles einfach ohne Grund und Sinn und Verstand, machen da alles kaputt und alle Kinder und alle Vietnamesen rennen verzweifelt durch die Gegend von links nach rechts, also es ist absolutes Chaos schon, bevor da überhaupt was passiert, bevor die mit Vietcong auftauchen. Und ich wusste zum Beispiel, ich habe mir zum Beispiel gedacht, wie hardcore ist das denn? Man kann ja gar nicht, was ist das für eine Stresssituation, wenn man gar nicht Freund von Feind unterscheiden kann? Das ist ja alles eins. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob derjenige, der unten da so gesessen hat, ob das wirklich ein Vietcong war. Natürlich war es ein Vietcong. Sonst wäre er nicht in den Tunnel gewesen und hätte keine Granate gehabt. Also das ist für mich trotz allem eindeutig. Und das ist ja immer dieses, also das ist ja auch bei den anderen Vietnam-Filmen dann häufig so dieses, ne, die Dorfbevölkerung, die es teilweise nicht weiß, aber teilweise eben auch diese Leute verstecken oder ja, dass es eben die Sympathisanten gibt. Wie gesagt, klar, diese Frauenfigur ist für mich halt das aus der Eröffnungsszene von Apocalypse Now. Da wo die da landen, die halt da. Nein, ich habe gerade eine andere Szene im Kopf. Ich rede von einem anderen Film. Dings und so. Vielleicht. Also das hast du mit dem Freund und Feind hast du jetzt vor allem auf die Vietnamesen bezogen? Ich habe es auf ganz Dorf bezogen. Und der unten drin saß, also der war für mich, was mich gestört hat, ist. Vielleicht, weil das halt in einem Film nicht so gezeigt wird, dass der unglaublich jung war. Das war kein Mann, das war ein Junge, den er erschossen hat. Deswegen hat er ja auch so eine Probleme gehabt. Ich denke jetzt gerade, Iron Film ist auch ein Vietnam-Film, wo es um eine Truppe geht. Und die schleppen immer eine Frau mit sich rum und der vergewaltigt die immer. Das klingt eigentlich, ich weiß nicht, mitschleppen, aber also bei Platoon gibt es das natürlich auch. Ist der mit Michael J. Fox? Gibt's einen das Kitzel? Wäre der schmale Grad vielleicht noch. Oder die Verdammten des Krieges. Die Verdammten des Krieges. Aber den habe ich nicht gesehen, deswegen. Ah, okay. Also der auf jeden Fall da so von der Stimmung her hat, und von dem Abläufen, wie sie dann halt verzweifelt durch den Dschungel rennen, daran hat mich dieser Film sehr erinnert. Also, ja. Ja, krass, ne? Wie soll Amerika das eben auch filmisch verarbeitet haben? Ja, gut, also ich meine, Vietnam ist ja nur auch das Trauma, ne? Ja, ne? Immer wieder auf. Aber also wie viele Filme jetzt hier immer nochmal nach und nach so uns reinrutschen, gesehen oder nicht gesehen. Weil ich überlege gerade, der schmale Grad ist, glaube ich, Zweiter Weltkrieg, ne? Oder ist das? Ich meine auch, dass es Zweiter Weltkrieg ist, ja. Aber ich bin mir da auch nicht ganz schön sicher. Schön daneben gegriffen. Oh, den habe ich eben auch noch nicht gesehen. Aber ist es Verdammten des Krieges mit Michael J. Fox? Also, ja, das ist der. Also den fand ich ziemlich stark, überraschenderweise, weil der halt nicht so bekannt ist jetzt im Verhältnis zu den anderen jetzt, ne? Ja. Habe ich mal durch Zufall gesehen und ich fand den, der hat mich echt gefesselt. Also. Ja, so, dann haben wir doch, ja? Nee, ich war fertig. Dann haben wir noch die Episode mit dem Kameramann, der dann da ein bisschen Propaganda drehen möchte. Ich würde mal sagen, das war ja wohl Hommage an den Autor, ne? Oder was? Ja, also weiß ich nicht. Und vielleicht sogar noch ein bisschen Kritik, so, ne? Aber ich weiß natürlich nicht, was hier unser Ahn Jung-Jo, als Kriegsreporter in der Realität eben für Berichte gemacht hat. Also ob er auch so wie der Kameramann in diesem Film agiert hat und eben positiv Sachen darstellen wollte oder eben geschönt Sachen einfangen wollte. Natürlich muss ich das positiv darstellen, das war eine Militärregierung zu der Zeit, da gab es keine Pressefreiheit. Ja, und ob er dann eben sozusagen durch die textliche Verarbeitung dann vor allem sozusagen eher die tatsächlichen Geschehnisse beschrieben hat, als eben mit den Aufnahmen. Ja genau, aber das wird eben sehr kritisch dargestellt, dass eben sozusagen der Vertreter der Presse, ne, Kriegsberichterstatter, kann man fragen, ob das nicht, wenn es einer von der Regierung ist, ist ja eben auch nochmal was anderes, dass der eben wirklich den Krieg immer positiv darstellen will und eben nicht leicht und sowas zeigen will. Darstellen möchte. Was eben ja auch nichts Neues ist. Wir wissen zum Beispiel hier, der UFA-Konzern, gegründet im Ersten Weltkrieg, eben um genau das zu machen, Bilder, die den Krieg eben positiv darstellen sollen, also Propaganda. Das wusste ich gar nicht. Entschuldigung. Das ist so einer der,
der Quellen eben, ne, die Beeinflussung. Das kann eben Film. Dafür ist er da. Das ist schon traurig, dass ich mich mit dem deutschen Film überhaupt gar nicht auskenne, aber ich in Südkorea alles runterwählen kann. Das ist wirklich. Ja, so. Naja, jeder hat so seine Stärken und Qualitäten. Ne? Ich glaube, du findest leichter einen Gesprächspartner als ich. Keine Ahnung, aber so. Aber finde ich spannend, der Ufer, das ist ja, wirklich was, nicht. Was eben Krieg oder wie eben Krieg das sozusagen auch befeuert hat, vielleicht dann eben so Filmentwicklung und solche Sachen. Naja, genau, also das ist eben auch nochmal eine Episode, die sich da abspielt, die ist eben auch nochmal so. Also, ich habe in dem Moment auch gedacht, mein Gott, du hast auch ein schönes Timing, ne? Also das war wirklich. Ist das denn für dich klischeehaft? Also ich finde schon. Nö, das gibt's ja wirklich im Krieg. Das ist ja wieder Kriegsreporter, warum soll das klischeehaft sein? Also es wirkt auf mich schon so ein bisschen so klischee. Ja, jetzt kommt halt noch der Reporter und der ist natürlich nur daran interessiert, dass das eben so positiv dargestellt wird. Will ich ja, halt gut, auch aber so. Aber das ist ja nun mal so. Also ich muss dann hier dann immer an Generation Kill denken. Das ist ja nun diese coole HBO-Serie, die ich abgöttisch liebe, weil das ist für mich die heilige Dreifaltigkeit der Kriegsserien. Das ist Generation Kill auf jeden Fall dabei. Und das geht es ja auch darum, dass teilweise auf einer Begebenheit beruht von einem Rolling Stone-Reporter, der dann halt im Irakkrieg damit fährt. Und so ist es halt. Also, das in Vietnam sowieso, ne? Also, Vietnam. Ja, aber ich meine trotzdem eher so irgendwie als Klischee, dass du dann irgendwie so einen Reporter hast, der eben darauf aus ist, oder Reporter oder eben jemand, der eben Kriegsberichterstatter ist und das aber nicht eben nach der Wahrheit sucht, sondern eben nach, wie kriegen wir die Motivation, wie halten wir die Motivation hoch und wie stellen wir das eben positiv dar und dass das irgendwie. Aber da gab es auch diese Kontroversen vor ein paar Jahren, da gibt es auch einen deutschen Kriegsreporter, meine ich, der mit in Vietnam war und der hat, glaube ich, sogar die Sachen ganz groß aufgedeckt damals um die Qualen des Krieges und wie hart das war. Vietnam gezeigt mit den Napalm-Opfern und wie sie so rennen. Mit Agent Orange, das ist so ein Punkt. Und vorher war, und weil auch ganz lange auch in Amerika halt auch noch so eine Zensur war und der Vietnamkrieg sehr, sehr positiv dargestellt wurde, und halt, um auch also die Leute ranzukriegen, ne? Ist natürlich jetzt auch vor unserer Zeit, also das haben wir ja nun nicht live miterlebt, deswegen kann ich es auch nicht so genau sagen. Also ich weiß nur, ich habe nur mal mit dem Interview gesehen gehabt, das ist auch schon ein paar Jahre her, und wie das der Vietnamkrieg extrem zensiert war, natürlich, um das Sache nach innen zu legitimieren, weil es ja von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ja. Und dass dann halt diese Bilder rauskamen. Und ich meine, es war ein deutscher Fotograf, der es rausgebracht hat, der auch noch so ein Bildband rausgebracht und alles. Und dass dadurch das erste Mal Kriegsreport, also dass durch den Vietnamkrieg nachher danach keine Zensur mehr auf die Kriegsreporter war. Also dass in dem halt, ja. Aber Kriegsreporter habe ich nicht mehr, nur noch ganz selten mit dürfen. Also das war ja, eine Veränderung dann, damals. Es gab ja dann diese Embedded Journalists hier, wo die da immer mit den Panzer durch die Wüste gefahren sind im Irakkrieg oder was das war. Wo dann auch war, ja, wir sehen sie nichts hier, aber sie sind natürlich voll mit dabei, weil sie jetzt hier im Panzer sitzen und so ein Zeug, wo natürlich auch irgendwie klar war, naja, die werden schon wissen, in welche Panzer die setzen und so und nicht unbedingt an die entsprechenden Ecken schicken komplett. Nee, aber ich weiß, dass das in dem Krieg, war ja sowieso ein Trauma, aber das ist halt auch eine Lehre, wird sagen, für die Regierung war, dass man Reporter nicht immer mitschicken sollte, um auch gewisse Sachen zu verheimlichen. Ja. Das war auf jeden Fall auch sehr ausschlaggebend in der Nachbearbeitung. Ja, genau, also diese Episode auch besprochen. Ja, aber finde ich auf jeden Fall glaubhaft. Ich war auch ganz froh, dass der Reporter recht schnell wieder weg war. Ich hätte Angst gehabt, dass der jetzt mal wieder dran hängt. Ja, hätte ja auch sein können. Ja. Ich finde es dann auch stark, wie tatsächlich relativ beiläufig mancher Tod so erzählt wird. Ne? Also wir haben dann kommt irgendwie so dieser Sprung. Eine weitere Episode ist, in unserem letzten Monat, den wir in Vietnam verbringen sollten, bis wir rausgezogen werden wollen, hatten wir dann den Auftrag, eine Woche lang. Oh, sollten die Sumpfszene. Festung suchen oder was waren? Ich weiß gar nicht mehr. Die sollten irgendwie. Ich weiß gar nicht, was die damit machen sollten. Kann ich irgendwas sagen. Suchen und dann, dem einen fällt der Helm runter. Ja. Und dann sieht man eben so und so als Zuschauer, selbst bei dieser Bildqualität, oh ja, da ist ein ganz schön dicker Faden. Es kommt so ein Schnitt so auf die Truppe. Und das habe ich gar nicht gesehen, den Faden. Ich habe gedacht, der ist auf eine Mine gedreht. Nee, ich habe das so, jo, alles klar, boom. Genau, also genau, wir kriegen noch so einen kurzen Schnitt vorher. Anscheinend kriegt das doch nicht jeder Zuschauer mit. Und er ist dann mit durch, so quasi, ja, ne, eben dieses, ja, diese Sinnlosigkeit eben wieder, ne, latscht da lang und einmal in die Ofe passt, bupp. Aber das fand ich zum Beispiel sehr stark, das ist genau das, was für mich einen Vietnam-Film ausmacht, dass dann irgendwann dieser Moment kommt, wo sie halt durch diese Dschungelwatten, wo das Wasser bis zum Bauch steht und Die Moskitos, also das ist für mich so. Das ist für mich Vietnam. Das finde ich auch immer wieder stark. Auch wenn es ein doofes Beispiel ist, weil ich weiß, es ist der Asien-Pazifik-Krieg. Aber
Natürlich fand ich, war es auch im Pacific sehr, sehr geil dargestellt in der Serie, wenn die dann sozusagen durch die Inseln dann so wackeln. Hm. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Hat mich ein bisschen auch teilweise daran erinnert. Also so sind natürlich die Parallelen irgendwie da zwischen unterschiedlichen Orten, an denen Krieg stattfindet. Aber was ein Schauplatz halt ausmachen kann, diese Verknüpfung an sich, ne? Das fand ich halt sehr, sehr cool. Ich hab den Faden echt nicht gesehen. Ich habe gedacht, der ist auf eine Mine getreten. Weil ich dachte, warum geht denn alle anderen noch so entspannt weiter? Ich habe gesagt, dass ja alles vermietet ist. Das war doch so mein Gedanke. Naja, kannst du mal sehen. Da hat es dann geklickt. Hätte man nicht mal Eis essen sollen. Ja, genau. Also diese Beiläufigkeit, mit der sie eben quasi erzählt, würde ich. Ja, gut, sie versuchen ihn dann noch kurz zu verarzen, ne? Ist das? Ja, aber. Und darauf pressen haben uns direkt schnell, dass alles auf ist vorne, ne? Wo haben sie mich erwischt? Okay, ja. Ja, wir hatten auch nochmal, zwischendurch gibt es natürlich auch diese Episode mit dem Bordellbesuch und solche Sachen, ne? Wo dann auch nochmal seine Impotenz thematisiert wird. Hatte er die Impotenz schon im Krieg selbst gehabt? Ja, er sitzt doch dann da, also er macht ja, glaube ich, nichts mit. Und dann sagt sie noch irgendwas so hier, ne? Wenn wir es jetzt so schnell machen, bringt das auch nichts oder irgendwie so. Oh, ich habe gedacht, das war im Jetzt. Das war im Jetzt, das war mit der Zicki. Aber es war auch einmal, wo sie noch in Soldaten, wo sie in Uniform waren. Also ich meine, er hat immer gelesen und die anderen hatten Spaß. So. Ja, aber das eine war noch Kriegsepisode, bin ich der festen Überzeugung. Also ich habe das gedeutet als jetzt, weil das die gleiche Frau war, die ihm immer vorgeworfen hat, dass er impotent ist. Ja. Und ich bin der Meinung, dass einer da mindestens Soldatenuniform anhat und deswegen... Ja, ja, waren einige Soldatenuniform, aber es war halt nicht Hahn. Das fand ich auch ziemlich krass, wie die denn halt sozusagen hier, was ist denn das, Saigon gewesen sind oder so ein Vergnügungsviertel und dann kommen halt sozusagen Soldaten, die sich dann halt sozusagen streiten, fahren dann weg und der eine steht mit der Waffe da und mit auf einer Straße und steckt sich in den Mund und ist tot. Das fand ich auch ziemlich krass, dass sie einfach mal so auf der Straße den Kopf wegschießt. Die Szene ist mir irgendwie gerade entfallen. Was? Ich komme nur gerade drauf, irgendwie mit den Amis und wo ich der Meinung bin, dass das im Jetzt spielt, wo die sich dann irgendwie so halb prügeln und der eine, dann sind die vor der Bar und er schießt so ein bisschen auf den Boden oder so. Nee, das hat schon Hinterkopf getroffen, da rutscht dann auch die Laterne runter. Fand ich ziemlich stark. Wurde dann auch mal nicht weiter ausgeführt, aber ich fand, da habe ich so gedacht, oh ja, die Verzweiflung holt dann überall ein, auch im Spaß und Vergnügungsviertel. Das war auch so mein Gedanke. Ja, hattest du eigentlich den Eindruck gehabt, dass die Rock positiv dargestellt war? Oder? Ist ein Rock, also Republic of Korea ist das ja so die internationale Abkürzung, aber es meint Republic of Fall Korean Army ist. Die Armee, genau. Ne? Ich kann auch sagen, positiv. Die Rock Army. Naja, die sind halt so dargestellt, dass das die Soldaten sind, die Befehle befolgen und die eben auch Scheiße erleben. Und ist also, dann also so würdest dieses, du sagen, also dass die halt immer eine positive Rolle einnehmen oder nicht? Nö, es wird schon kritisch dargestellt. Wir haben also zum Beispiel, wenn eben wessen das noch? War das Björn selbst, der den seinen Kollegen absticht? Nee, das war der immer die Ohren abgeschnitten hat, der kleine Junge, der immer gestottert hat. Also war es doch Hiccup, der andere. Okay. Noch Hiccup, ja. Also, ja. Also der, ne, das ist ja auf jeden Fall nichts Positives so, oder zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwo positiv vermittelt wird, so dass man sich gegenseitig absticht. Auch wenn hier das eben dadurch nicht legitimiert wird, aber dass es nachvollziehbar wird, weil eben sich der andere ja so total widerlich verhalten hatte. Vorher, was er da so gemacht hatte. Dann haben wir den älteren Vietnamesen, der da eben so sitzt und sagt hier, ja, zuerst waren die Chinesen hier, dann die Franzosen, dann die Japaner, nee, waren die Japaner auch, also weiß ich, der sozusagen aufzählt, wer schon alles da gewesen ist und versucht hat, oder wer Vietnam besetzt gehalten hat oder versucht hat zu erobern, und es hat halt nie was gebracht, und geh doch bitte einfach nach Hause, lass es einfach sein, es bringt halt nichts. Ne? Also der da eben auch nochmal sozusagen sehr, sehr deutlich und direkt einmal den Leuten da vor Ort, aber dann natürlich auch dem Zuschauer sagt hier, es ist einfach sinnlos. Und vielleicht könnt ihr selbst, die ihr jetzt hier seid vor Ort, auch gar nichts dafür, ne, weil ihr es nicht besser wusstet oder so, aber ich sage euch, es bringt einfach nichts. Ich muss auch ehrlich sagen, das fand ich eine sehr starke Szene. Die ist einfach mal so am Rande mitgeschwungen und ich fand das extrem stark, ja. Die Altersweisheit spricht aus ihm. Ja, dieses lasst uns einfach in Ruhe, dieses macht es nicht. Also auch mit dieser Nachrezeption, schämt euch, dass ihr da mitgemacht habt, so dem Motto, ne?
Ich meine, jetzt ist natürlich, man muss es ja auch mal so sehen, es ist ja auch, der Vietnamkrieg ist ja natürlich auch ein verlorener Krieg, auch für die Koreaner, weil die ja an der amerikanischen Seite gekämpft haben. Ne? So, und das ist dann eben immer dieser Punkt, wo es dann, wo man dann eben anfangen muss, sich zu fragen, so sagt eben jetzt der Film konkret, Krieg ist, oder gerade jetzt ganz konkret auch dieser Krieg ist doof, oder ist das eben eine Figur in dem Film, die sagt, das ist alles doof, ne, und ich denke schon, dass der Film hier sagt, auch ganz deutlich, Krieg ist doof, und das auch mit eben noch vielen weiteren Beispielen ja zeigt. Genau, so ein Antikriegsfilm ist tatsächlich, ja. Ja. Also es gibt noch zwei Szenen, die ich gerne noch darüber sprechen möchte. Das eine ist die Szene, bevor sie eingezogen werden, ist es, glaube ich, wenn sie da eben in dem Gasthaus sind, so bei der Frau, und wo dann auch das Foto entsteht letztlich. Ja, wo es dann darum geht, ja, die Vorvorgeschichte. Wer wird jetzt hier sozusagen entjungfert, so ungefähr, und diesem sehr naiven Typ, der, ja, was hier, wenn ich von einem Mädchen die Unterwäsche trage, dann bin ich sicher und werde nicht sterben und so. Und sie alle noch ein bisschen auslachen. Wo eben ja auch quasi die guten Zeiten nochmal zeigen werden. Das ist dann tatsächlich nochmal ein Punkt im Film, wo es der relativ spät im Film ist, dass diese Szene, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Das ist locker in der zweiten Hälfte irgendwann. Ja, die ist kurz vom Ende fast, würde ich meinen. Und wo es eben auch nochmal sozusagen einen Rückblick gibt, wo aber gelacht wird, während ja vom Verlauf her die Episoden, die wir dann eben miterleben in Vietnam, immer ernster werden und immer verrückter da nochmal so dieser kurze Moment der Lockerheit eintritt. Das hat mich zum Beispiel in der Szene sehr geärgert, dass dieses Abblende war auf diese Wandkritzeleien von vorherigen Soldaten und die relativ lange festgehalten wurde, und ich da keine Untertitel hatte, dass ich nicht einordnen kann, ist das jetzt ein böses Omen oder ist das eigentlich nochmal ein positives, alles mit positiv gestartet? Was steht da so? Ja, ja, das würde ich mir halt nochmal wünschen, dass ich das nochmal irgendwie zu erfahren kriege. Ja, also was wir hier auf jeden Fall sehen, ist eben eine Szene der Geselligkeit, auch wieder unterstützt, ne? Essen führt zu gemeinsamen positiven Momenten und so. Mhm. Ist ja vielleicht auch wieder so ein Gegenbild zu einer der Szenen, die relativ früh im Film kommen, wo, jetzt bin ich nicht ganz sicher, also wird wie gesagt hier Klassentreffen mäßig, ne, wo Hahn eben da ist und auch sein Chef anscheinend. Oh, die ganzen Konservativen, ja. Und wo dann eben einerseits so zuerst kommt hier, ja, erzähl doch mal von Vietnam, waren die Frauen alle toll, und eben so dieses Positive dargestellt zu sagen, hier, was habt ihr da so Tolles erlebt? Und was ja dann auch sehr stark kippt, und es dann eben darum geht, dass, ja, ich bin hier der Sohn von einem Industriellen oder so, und wir sind dadurch durch den Vietnamkrieg reich geworden, weil wir die Materialien produziert haben und geliefert haben, und auch da spielt dann nachher die Impotenz wieder eine Rolle im Anschluss, weil er ja dann so besoffen ist und nicht kann und dann auch geht von der Frau, die sogar bezahlt worden ist schon, ne? Also er müsste nicht mal bezahlen. So. Und aber eben dann vor allem, dass er dann einfach sich die ganze Zeit dann diese Sprüche anhört, und das Einzige, was er sagt, ohne die anderen anzugucken, ist irgendwie so Bullshit. Also ist der Untertitel zumindest. Und daraufhin wird ja der andere Typ, der meinte, ja, ich habe ja profitiert vom Krieg, wird dann auch ziemlich... Der Schibol, ne? Ziemlich wütend. Ja, ja, ich finde auch, der Schibol wird auch sehr gut zusammengefasst. Also er ist ja sozusagen als konservativ sozusagen dargestellt, die ganze Runde ist konservativ dargestellt, und halt auch sagt dann halt auch direkt, ne, ist für alle interessiert sich halt nur für ihren eigenen Reichtum, für die Wirtschaft, für Frauen. Und das war es halt auch in dem eigenen Leben. Halt, das ist hier halt ja kleiner Fokus. Und ich fand halt zum Beispiel stark, das hast du jetzt gar nicht erzählt, dass er dann da sitzt und gute Gedanken verloren ist. Dieses, ja, schön, dass sie mich dann nicht fragt. Ich habe auch nicht fürs Land gekämpft, ich habe mein eigenes Überleben gekämpft. Mhm. Was dann halt auch diese eigene Scham, sondern nochmal vielleicht auch das zeigt, dass er sich selbst vielleicht auch schämt, dass er so gedacht hat oder denkt. Das fand ich auch nochmal einen sehr bedeutungsstarken Satz. Also, naja, also ich weiß nicht, ob Scham. Ich glaube eher, dass er für ihn eben so diese Sinnlosigkeit, ne, und dieses, wie absurd das eigentlich ist. Die sitzen jetzt eben auch beim Essen zusammen, und hier, oh, wir können uns Frauen kaufen noch dazu, und ist doch alles super. Und er eben weiß, ja nee, wenn du da warst, da ist überhaupt nichts super. Sei froh vielleicht, dass du denkst, dass das hier toll ist, und ja, meinetwegen genieß es oder sowas, ne? Aber es ist halt alles Bullshit. Dass da eben auch nochmal dieses Ding aufmacht. Und dann haben wir eben, wie gesagt, später diese andere Szene der geselligen Runde, die das ja nochmal sozusagen ja nicht spiegelt, aber sozusagen nochmal aufgreift, eben diese Thematik, dass sie in der Runde zusammensitzen. Na gut, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so passend ist, sozusagen Kameraden, die das gleiche Schicksal teilen, gleich zusammen in den Krieg ziehen werden, zu vergleichen mit alten Klassenkameraden, die halt aus reichen Schnöselkreisen kommen und die halt im Alltag nicht viel miteinander zu tun haben. Nee, ich meine, der Vergleich in der Hinsicht, dass es die Ausgangssituation ähnlich ist. Ne? Wir haben
Abendessen gemeinsam oder so eine Essensrunde. Man sitzt beisammen und ist irgendwie ein bisschen gesellig. Und die eine Szene, ja, kippt ja dann, wie gesagt, ins eher Negative. Und auch der vermeintlich tolle Ausgang, dadurch, dass er eben mit der Frau schlafen könnte, ist natürlich auch wieder Perspektivensache. Natürlich ist es für die Frau eigentlich nicht unbedingt toll. Also sie scheint mit ihrem Job zufrieden zu sein, das wirkt so halbwegs, aber ne, wer weiß, was da eben auch so dahinter steckt. Und bei dem anderen hast du eben auch wieder ne, die Gruppe von Männern, die so zusammensitzt und auch da geht es eigentlich darum, dass am Ende jemand mit einer Frau schlafen soll. Und hier sind es aber eben so, ja, positive Erinnerungen und was von denen bleibt, ist eben einmal die Sprüche an der Wand, vermeintlich oder vermutlich, wir wissen leider nicht, was da nur genau steht, müssen wir mal jemanden fragen, der Koreanisch kann. Und dieses Foto, das ist auch nochmal ein Erinnerungsstück, was davon bleibt und eben weil noch da war. Ja, genau. Ich habe mich auch gefragt tatsächlich während des Sichtens, was würdest du sagen, hat jetzt gerade die Figuren im Film gebrochen im Krieg? War das an bestimmte Situationen selbst geknüpft? War das einfach diese Ablehnung von der Gesellschaft? Die denkt ja hin, um dass sie die halt beschützen, aber gleichzeitig sagen sie, alle gehen nach Hause und sind halt auch keine Dankbarkeit da? Oder ist es dann halt dieses ewige Warten, 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 passiert nichts? Oder dann halt dieses, wenn dann mal was passiert und dann wird es richtig schlimm? Oder was würdest du sagen, was waren so die einzelnen Knackpunkte bei also den Einzelfiguren? Es ist natürlich, innerhalb der Episoden kriegen wir immer eine Sache erzählt, die sozusagen vielleicht für den Einzelnen immer jeweils ein Knackpunkt sein kann und dann natürlich in der Gesamtheit dieser ganzen Episoden dieser Sinnlosigkeit sich bewusst werden. Ne? Wir haben eben, dass hier nachts das Vieh abgeschossen wird, ne, was völlig daneben ist. Wir haben dieses, wenn er da in den Tunnel geht, was für ihn total ihn jetzt ganz persönlich betrifft. Wir haben eben die Szene, wo wie hieß denn der andere, Hong oder Hon oder so, der eben mit dem Ohrenabschneider, nicht der, sondern der andere, den er eben umbringt, der eben ein völliger Sadist ist. Hong war der andere. Und der das eben mit ansieht und daraufhin ihn umbringt, dass das ihn also völlig fertig gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass das ein Sadist war. Ich glaube, der ist einfach in der Panik losgerannt, aus Versehen jemanden umgebracht und das wollte er keine Zeugen mehr haben. Ich glaube, das war einfach nur eine selbstschutzpanische Handlung. Achso, aber aber der war trotzdem, der hatte trotzdem schon so Sachen, wo ich auch sagen würde, du bist immer einen Schritt drüber über dem, was man machen sollte. Ehrlich, das ist mir gar nicht aufgefallen. Fällt dir noch eine vielleicht ein? Nee, aus dem Stand nicht. Jetzt mit dem Verhältnis zu seinen Kameraden oder zu Verhältnis zu Wurfbewohnern oder jetzt? Ja, überhaupt so. Diese Einstellung, so in dem Krieg zu sein, der schien mir schon so ein bisschen dieser Kriegsgeist zu sein. Vielleicht habe ich dann auch aus anderen Filmen einfach noch ein bisschen was mit reingelegt in seinen Figur. Auf jeden Fall, genau, dass eben jeder so einzeln seine einzelnen Punkte hatte, an denen er möglicherweise gebrochen ist. Und das natürlich die Gesamtheit dieser einzelnen Punkte und zum Beispiel auch dieser letzte finale Angriff, ne? Auch der ja dann so überblendet wird mit manchen anderen Ereignissen. Das fand ich ziemlich krass dargestellt. Was sie eben bis dahin schon erlebt haben oder durchgemacht haben und ne, dass das jetzt nicht dazu führt, dass es ihnen danach noch vielleicht wieder besser gehen könnte. Ja, das wäre meine Meinung. Was denkst du? Gibt es den einen Punkt für den Einzelnen? Es ist schon diese Grundsituation, wie er noch immer wieder sagt, ist tristlos und so, aber es wirkt schon so ein bisschen konstruiert, dass halt für jeden dieser eine Knackpunkt, dieser eine Auslöser also, gezeigt wird, schon der Moment war, wo der Schalter umgelegt wurde. Ich denke auch, dass das eben ein Punkt ist, damit das eben so in der Filmhandlung, ne, dass das eben so ein bisschen konventionell in der Hinsicht ist, dass du sagst, hier, jetzt hat er dieses erlebt, deswegen wird er jetzt so, dass man dann eben alles ein bisschen zugespitzt ist und eben um das nochmal ein bisschen stärker hervorzuheben, aber das ist so eben die Gesamtheit dieser Ereignisse einen ja auch nachvollziehbar völlig kaputt macht, ja. Obwohl ich das Gefühl habe, dass amerikanische Vietnam-Filme vielleicht ja noch ein bisschen Härte zu loslegen. Also dass es da ein bisschen direkteren Kontakt gibt oder deutlich blutiger noch erscheint als jetzt der Film. Ja, also das sind wahrscheinlich auch immer, je nachdem, was die so zeigen wollen. Also der Film hier ist ja dann spätestens hinten raus, wird ja auch nochmal ganz schön deftig und hart, was so das Kriegsgeschehen an sich nochmal angeht. Also ist auch davor schon, gerade eben mit dem Dorf da, mit dem Tunnel und der Frau, die da ein bisschen Widerstand leistet. Ja, ich meine jetzt nicht, dass der Film jetzt hier nicht hardcore ist, ne? Aber ich finde schon, dass amerikanische Film vielleicht auch das kommt, dass auch mit diesem Patriotismus hier halt immer noch drin ist, weil deutlich stärker noch diese Konfrontation selbst mit den einzelnen Leuten im Direktkontakt zeigen.
Ja, genau. So, und dass das der Film aber, finde ich, auch nicht unbedingt nötig hat, weil er das eben, ist halt natürlich ein Kriegsfilm, aber dann doch eben so diese Dramakomponente dann deutlicher macht, eben die eher die Auswirkungen zeigt und durchaus geschickt manchmal eben, ne, wenn eben diese nächtliche Schießerei ist, du siehst halt nichts und die ballern da einfach los, das ist halt im Verhältnis, glaube ich, ein bisschen günstiger umzusetzen, als wenn man jetzt eben so eine große Schlacht da inszeniert. Ja, ich habe aber auch echt immer gedacht, jetzt haben wir ja Pfiffig gemacht, das ist doch keine. Ich habe da immer keinen gesehen. So, da läuft einer, ich stand immer, der, ich sehe gar nichts. Jetzt haben wir die Qualität. Und das ist natürlich im Verlauf dieses Films sich natürlich auch aufbaut, dass wir eben gerade zum Schluss dann völlig überraschend natürlich die große Schlacht haben. Und auch mal gesagt, ja, und wir sollten ja eh nur die fünfte Nachhut sein und irgendein Stück sichern, während die anderen weiter vorne sind und so. Und dann kommt halt, verteidigen, ne? Und dann kommt halt hinterher so dieser Generale so, ja, das habt ihr gut gemacht. Ihr habt die sehr lange zurückgehalten. Ja, aber es sind alle gestorben. Ja, aber dafür haben wir halt dann anderer Stelle viele abschlachten können und es war wie ein Spaziergang, wie ihr wart wie ein Köder, ich glaube, ne? Der Untertitel ist hier ja, also Was Like Bait, der das eben wirklich nochmal ganz prägnant auf den Punkt bringt, was das da eben für wieder die Menschen eben verheißt werden, ja. Mhm. Genau. Ja, und dann haben wir das große Finale noch mit Björn und Hahn. Wir haben, da wir auch wieder, ja, okay, oh Gott. Wir haben schon, da habe ich mitgefiebert. Wir haben schon gesagt hier, dass die da in diese Revolte mit reingeraten und dann kommt der Moment, wo sich Björn nochmal richtig öffnet und nochmal darlegt, was das für ihn eigentlich alles so dargestellt hat, dieses, dass er, seit er zurück ist aus Vietnam, immer das Gefühl hat, irgendjemand ist hinter ihm oder etwas verfolgt ihn, ist hinter ihm her, ne? Was du eben auch konkret gegenständlich deuten kannst, irgendeine Person, die hinter ihm her ist oder eben die Schatten des Krieges, die lassen, oder die Taten des Krieges, die lassen ihn eben nicht los. Und obwohl es sich das ja nicht zum Beispiel mit diesem Ohr, dieses Ohr, spielt ja auf eine Situation der Vergangenheit an. Also das ist ja dann sozusagen genau dieser eine Knapppunkt, wo er sozusagen seine Fassung verloren hat. Also er schneidet sich eben selbst das Ohr dann ab, auch eben in Erinnerung zu sagen, auch an das, was er da erlebt hat vor Ort. Und er ist auch sehr, sehr gute Laune danach. Also es ist für ihn schon ein leichter Befreiungsschlag, das zu tun. Das sagt er ja auch, glaube ich, noch explizit. Mhm. Ne? Dann, ja, danach hat er sich gut gefühlt und so. Ja, und dann lacht er, wie das ist. Erstmal, wie ihn überhaupt lachen sehen, richtig. Also ich meine, er hat vorher auch schon gelacht, dieses Verlegenheitslachen gehabt, der mit der Waffe immer zu weg wollte. Ne? Aber an sich, das glaube ich, das erste Mal, dass wir ihn richtig lachen sehen. Ja. Also beim Finale war ich ein bisschen abgelenkt, weil ich dachte, oh Gott, das ist jetzt Kung Fu. Wird er jetzt von Soldaten im eigenen Land erschossen? Also das war jetzt dieses Ding, was passiert da jetzt? Weil der auf diese Schießereien gezeigt waren, da wusste ich halt nicht, ist das richtige Patronen oder ist das jetzt irgendwas anderes? Es hat mich halt sehr unruhig gemacht und dann hast du halt auch diese normale, dann habe ich das ja für mich abgehakt gehabt, dass ich dann ein bisschen entspannter wurde und dann siehst du halt die beiden da laufen, wenn die alle, da ist eine Hochzeit, da spielen kleine Kinder, also es ist halt der ganz normale Alltag. Genau, die laufen weg und dann, genau, wir geraten dann in den völlig banalen Alltag. Wir sind an der Kirche, es ist vielleicht gerade Hochzeit gefeiert worden, also gut, das ist nicht ganz banaler Alltag, die ist das ist schon die Hochzeit, ein besonderer Moment. Aber genau, wir geraten in den nicht kriegerischen Alltag und es verläuft sich dann eben so, dass diese Waffe, die Björn dem Hahn hat zukommen lassen, dass die dann eine wichtige Rolle spielt und Hahn, oder dass Björn sagt, bitte erschieß mich quasi, ne? Naja, er sagt eigentlich also, nicht, er sagt einfach, er kann damit nicht abschließen. Und dass er, Hahn fragt ihn, warum er diese Waffe geschickt hat und dann sagt er dann halt, weil er das Gefühl hat, er muss sich selber erschießen und dann war es besser so, wenn er sie hat. So, also sagt es auch mal direkt, was man vorher so schon erwartet hat mit diesem Selbstschutz. Und dann stehen sie sich gegenüber und Hahn richtet die Waffe auf Björn und das wird auch, er schießt nicht gleich oder so, sondern er steht dann erstmal da und dann kriegen wir immer noch auch so die Reaktion der Passanten mit. Noch so. Aber das, ganz langsam, das ist so sehr, teilweise, sehr schön inszeniert. Ja, also ich kann mir das auch vorstellen, dass das so in echt ist. Ne? Dass einer bemerkt das, läuft weg und dann, warum läuft da gerade jemand? Oh, da ist eine Waffe und dann, ohne dass jetzt eben sofort die Massenpanik entsteht oder so, aber das sehen eben alle nach und nach. Was eben auch so zeigt, ne? So diese Beiläufigkeit wieder, ne? So wie in Vietnam ein paar beiläufig eben ihr Leben verlieren, so ist auch hier so ein bisschen dieses, das kriegt man ja gar nicht mit und eigentlich ist so die Hochzeit und doch, Wetter ist vielleicht nicht super, aber wir gehen ja gerade spazieren und sonst wie was und ja, und diese ganze Verlorenheit, diese ganze Tragik entlädt sich dann eben in diesem einen Schuss, mit dem Hahn dann Björn erschießt.
Also sowohl traurig wie auch eben wirklich, also hat mich durchaus fertig gemacht. So dann. Also einerseits so gedacht, so ja, ich glaube, es wird irgendwie darauf hinauslaufen, dass mindestens einer von beiden noch stirbt. Mhm. Aber trotzdem dann auch so, ne? Gerade auch, also bin dann glaube ich mehr in Hans Perspektive gewesen, der eben eigentlich auch schon fertig war und das Ganze ne, wirklich auch nicht weiß, was soll das alles. Oder, und dann eben auch noch sozusagen seinen Freund ja eigentlich da eben dann zu erschießen. Und irgendwie auf eine ganz verquere Weise zu wissen, das ist gut für den, dass Bjorn, dass er Frieden mal, findet, ne? Genau, dass er nicht anders abschließen kann und jetzt er auch derjenige ist, der das auch noch mit sich rumschleppen muss und ja. Also ich hab damit jetzt gerechnet, dass Bjorn sterben wird. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er so sterben wird. Mhm. Also ich meine, vielleicht mag dem einen oder anderen das nachvollziehbar sein, für mich war das eine Überraschung. Ich habe gedacht, die ganze Zeit, der springt gleich irgendwie runter während des Gesprächs, so unverwartet. Ich hab also die ganze Zeit gedacht, dass er sich selbst letztendlich selber das Leben nehmen wird. Das war so meine Vermutung, war mein Gedanke gewesen. Und dass denn so kam, das war natürlich hart. Ich war mir auch nicht sicher, als er die Abblende kam, ob nicht vielleicht Hahn sich selber auch noch erschießt, ob das vielleicht dann nochmal... Das wäre tatsächlich noch so gewesen, ne? Weil er sich ja noch dazulegt und dazu bettet. Aber andererseits, wenn das so semi-biografisch ist, dann muss er ja überleben, dann kann er die ganzen Bücher sonst nicht schreiben später. Das ist halt semi, ne? Ja, überlege gerade, ob das dann so diese Soldaten, ob das so eine Art verlorene Generation, so die Peter Pan Lost Boys auf eine ganz verschobene Art und Weise sind, ne? Die eben so wie das ja auch Rambo thematisiert, dieses Zurückkehren in die Heimat, aber schon gar nicht mehr damit klarkommen oder eben gar nicht mehr dahin passen so richtig. Ich glaube, das mit dem Hinterhinpassen so eine Sache auch, ne? Deswegen fand ich es auch ganz spannend. Also ich meine, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in dem amerikanischen Film jetzt so drin ist, aber doch, da gibt es auch einige, habe ich auch schon gesehen in der Hinsicht. Aber es ist ja nur auch so, dass zum Beispiel in Amerika durch den Vietnamkrieg ja auch die Gesellschaft gespalten hat. Da hast du ja auch die Hippie-Bewegung einerseits gehabt. Die sind ja, ihr seid alles Mörder, ihr seid Baby-Killer, was für die amerikanischen Soldaten auch extrem tief saß, weil das, die haben das für das gekämpft, sie haben sich dafür geopfert und gleichzeitig als Baby-Killer beschrieben zu werden, da konnten sie gar nicht klarkommen. Und die wussten ja auch gar nicht, die haben ja gedacht, die haben den Rückfall der Bevölkerung, wenn du wiederkommst, das ist ja dann auch nochmal so ein Ding, ne? Ja. Und in Südkorea zum Beispiel war es genau das Gegenteil, dass der Krieg da ist, war bekannt, aber hat irgendwie keinen interessiert, außer die Leute, die jetzt persönliche Leute hatten, die betroffen waren oder die weg waren. Aber da war jetzt keine große Auseinandersetzung jetzt ausstarten. Außer jetzt hier, dass die Militärregierung jetzt ganz tolle Entscheidung dadurch gefällt hat und so, ne? Also das finde ich schon sehr, sehr spannend, wie Filme das aufarbeiten. Ich finde, die geben halt auch mal noch einen schönen Einblick immer so auf das aktuelle Gesellschaftsbild in der Hinsicht. Ja. Finde ich sehr, sehr cool. Fand auch das Ende sehr, sehr beeindruckend gemacht und fand es schade, aber ich habe mich auf ihn gefreut, dass er wirklich Frieden findet. Vor allem, ich fand es auch sehr stark, weil er hier das erste Mal richtig lacht, also richtig, richtig begeistert ist und glücklich ist und das ging mir auch ins Herz, muss ich sagen. Also ich bin froh, dass die das nicht weiter ausgeschlachtet haben. Also es war schon sehr, sehr... Der arme Teufel da, ja. War schon ziemlich stark, ja. Also ich muss ehrlich sagen, war echt ein guter Film. Ja, also, da würde ich zustimmen. Da stimme ich zu. Also ich könnte jetzt auch ein paar andere Filme aus Korea, ein paar andere Kriegsempfehlungen geben, aber es sind halt keine alten Filme, sondern halt relativ junge. Ja, ich weiß nicht, oder hast du doch was zu dem Film, oder? Nee, zu dem Film habe ich nicht. Also ich bin soweit eigentlich auch. Ich fand wirklich sehr, sehr schön, hat mir sehr gut gefallen, kann ich nur empfehlen. Auch durch mit White Badge. Wie gesagt, ihr könnt ihn bei YouTube gucken mit englischen Untertiteln, wenn das für euch nicht so die super Hürde darstellt. Ist vielleicht auch, also selbst wenn man jetzt nicht Englisch könnte, vielleicht auch eine Erfahrung, so den Film eben zu gucken, ohne dass man genau weiß, was jetzt 1:1 gesagt wird, aber was man so eben durch die Bilder und durch die Erzählung natürlich auch irgendwie mitnimmt. Ich finde, die Dialoge waren jetzt auch nicht bedeutungsschwanger. Also das war. Ja, es gibt so ein paar Sachen, was so die Erklärung angeht, wie mit der Frau, die eben, also mit Björns Frau, die ja schwanger war und dann die von ihm geschlagen und getreten worden ist und solche Sachen. Also aber es soll nur das einmal, ne? Aber ob und wie sich das dann zum Beispiel ergibt oder nicht ergibt. Na gut, aber dafür haben sie jetzt im Podcast gehört, ne? Naja. Die treuen Hörer. Ja. Ich habe tatsächlich jetzt auch nichts mehr so im Nachklapp. Hast du noch irgendwas, was du... Hast du eigentlich einen Lieblingskriegsfilm oder jetzt... Oder hast... Nee, das ist eine doofe Frage. Hast du vielleicht einen Krieg
Ein Film, der im Krieg spielt. Den du am spannendsten von der Thematisierung her findest. Also damit meine ich jetzt also bestimmten Krieg sowas wie mit dem Korea, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, blub, irgendwann Antike. Ich glaube, ich bin geprägt durch Soldat James Ryan und Band of Brothers, so Richtung Zweiter Weltkrieg, aber grundsätzlich schwer zu sagen, eher nicht unbedingt. Nö. Und du? Ja, ich finde schon, dass Vietnam-Verfilmungen sehr starken, also sehr eigenen Stil haben, oft meistens auch sehr geile Soundtracks, wenn ich meine, wenn man mal ehrlich ist. Und sehr gute Hubschrauber-Szenen. Ja, aber auch sehr hübsche Soldatenuniformen. Nein, also weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich finde auch Zweiter Weltkrieg sehr interessant, weil man da auch teilweise ja gerade auch die eigene Geschichte dann, also die von den sozusagen Vorfahren so drin hat. Ich habe aktuell jetzt ein paar Koreakriegssachen gesehen, das finde ich extrem spannend, diese Vorstellung, dass du eigentlich gegen dich selber kämpfst, also das finde ich extrem krass, also nur die Ideologie, dass nicht, dass deine Herkunft oder deine Ethik oder deine Sprache oder irgendwas sich unterscheiden, eigentlich sind ja ein Land, sondern einfach nur die Ideologie. Also das ist, als wenn links und rechts gegeneinander kämpfen, so im Land. Also das finde ich total krass, war mich total überfordert beim ersten Sichten. Ich habe lange keinen Film zu dem Thema gesehen und war dann echt extrem, fand ich extrem hardcore, das zu sehen. Sonst hast du ja immer noch dieses Feindbild, wir gegen die, aber wenn das irgendwie doch so ist, das ist schon krass. Vielleicht auch nochmal interessant, wenn man das mal so sieht, ne? Das ist ja gerade diese Teilung in Nordkorea, da hast du ja sozusagen, wurde ja auch durch diesen Kriegspolarität und dieser, also der Koreakrieg war ja extrem heftig. Und dass dieser Hass gegen diese Kommunisten, also gegen Norden, so extrem aufgebaut ist und dass der halt auch entladen wurde, halt in Vietnam. Dann einfach auch, weil es war ja auch Kampf gegen die Vietcong als Kommunisten und deswegen war da auch sehr viel Massaker und Kriegsgewalt sozusagen drin, dass man so diesen Puffer nochmal weitergegeben hat. Wie es dann immer so ist, man den Ball weiterreichen, ne? Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt. Ja, wieder so eine super erfröhliche Geschichte, über die wir hier sprechen. Haben wir bald schon einige Kriegsfilme dieses Jahr gehabt, kommt mir das so komisch vor? Nee, ist so richtig. Tora hatten wir. Ja. South Pacific war auch Kriegsfilm. Ja, die Geschichte der Menschheit. Geschichte. Sollten wir was Fröhliches rausholen, ne? Die Erbin ist ja auch wieder ein bisschen trauriger. Der Kongress tanzt. Ja, apropos fröhlicher, in der nächsten Folge wird es gehen, bin mir nicht 100% sicher, ich glaube, es geht um Ich bei Tag und Du bei Nacht oder es geht um 7 Ohrfeigen und das könnten schon eher wieder Lustspiele sein, vielleicht ein bisschen komödienhafter. Dann wird es ja ein bisschen leichter oder vielleicht auch nicht, weil wir gucken, wir gehen wieder in die Zeit der 30er Jahre in Deutschland und die wurden ja auch immer düsterer. Das soll es soweit für heute gewesen sein. Wenn ihr uns weiterhin finden wollt, dann frage ich mich, was ihr bisher gemacht habt, denn ihr habt ja jetzt schon diese Folge gehört, also wisst ihr schon, wo ihr uns finden könnt. Hm. Deswegen vertraue ich da auf eure Kompetenzen und wenn ihr uns was mitteilen wollt, dass ihr uns das mitteilt. Und bis zum nächsten Mal, liebe Ohren. Annyeonghaseyo. Ciao.